Abend, meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen in unserer bescheidenen Unterkunft hier an der CU in Favoriten. Mein Name ist Carsten Schneider, ich bin Prorektor für Außenbeziehungen, würde ich es mal übersetzen, und auch erst seit kurzem im Amt. Das ist also einer meiner ersten Willkommensnachrichten, das freut mich sehr. Wir sind sehr froh und dankbar, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Der erste Teil dieser Veranstaltung am Dienstag fand ja im Kunsthistorischen Museum statt, also zumindest leicht repräsentativ herzeigbare Räume als unsere hier. Wie Sie wissen, ist das ja wahrscheinlich nur unsere temporäre Bleibe, aber doch für so lange, dass wir hoffen, dass Sie noch öfters den Weg hierher zu uns finden. Wir sind sehr dankbar, dass wir als CU mit solch starken Partnern im Rahmen des Interuniversitären Forschungsverbundes Elfriede-Jelinek zusammenarbeiten können. Und wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit so etwas wie eine Tradition wird. Letztes Jahr, dieses Jahr, und wir hoffen, es werden noch einige Jahre folgen. Denn für uns als CU ist es von großer Bedeutung gewesen und ist es immer noch, dass wir mit solch offenen Armen in Wien angenommen wurden, wie Sie sich vorstellen können, auch nach den dunklen Jahren der Ausgrenzung und schlussendlich Vertreibung aus Ungarn, fühlt sich das einfach sehr gut an. Zum Titel der Veranstaltung möchte ich sagen, ich bin ein großer Fan von Alliteration, Geschlecht, Genie, Gewalt. Allein deswegen finde ich die Veranstaltung schon gelungen, aber nicht nur deshalb natürlich. Generell das Konzept Wissenschaft und Kunst oder Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen in Dialog zu bringen, ist für mich persönlich spannend und auch für uns als CU höchst relevant. Wie Sie vermutlich wissen, ist die CU eine Uni, die nur Sozial- und Geisteswissenschaften unterrichtet. Also wir haben keine Abschlüsse in künstlerischen Fächern. Aber, und das habe ich erst herausgefunden, seit ich in meinem neuen Amt bin sozusagen, zu meiner Überraschung und der Freude gibt es sehr viele Studierende und Professorinnen, die reges Interesse über Geistes- und Sozialwissenschaften hinaus haben. Und so bestehen schon einige Kooperationen auch in Wien mit Ethnocinica zum Beispiel und anderen künstlerischen Organisationen und Events. Als Prorektor und als CU stehen wir voll hinter diesen Aktivitäten und wollen die unterstützen. Das Thema des Symposiums heute und am Dienstag halte ich für besonders relevant und spannend. Ich bin selbst Politikwissenschaftler und beschäftige mich mit den Fragen, warum Demokratien zugrunde gehen, warum sie entstehen und was für neue Arten oder besser Unarten von Autokratien entstehen in jüngster Zeit. Und dabei schälen sich zwei gemeinsame Elemente all dieser Regime heraus. Das erste ist, alle unterdrücken Frauen und Mädchen. Oder wir sollen fragen, nicht Männer. Und dabei muss man nicht an solch extreme Beispiele denken wie Afghanistan. Selbst Pseudodemokratien wie jenes in Ungarn bauen darauf auf, Rechte von weiblichen Bürgern neu zu definieren und zu beengen. Und das tatsächlich zeigt die Forschung, ist ein globales Phänomen. Es gehört zu diesen Regimen, das zu tun. Das zweite Element solcher, und es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber das, was wichtig ist für uns heute, denke ich, ist, das weitere Erkennungsmerkmal autoritärer Regime ist, neben der Unterdrückung von Nichtmännern, ist der Versuch, Kontrolle zu gewinnen über Kunst- und Kulturschaffende. Auch hier muss man nicht weit blicken, um anschauliche Beispiele zu zitieren, denn auch hier trifft der Verweis auf Österreichs östlichen Nachbarn zu.
Sie wissen das vielleicht nicht oder haben das vielleicht auch mitbekommen, dass kurz nach der Vertreibung der CU auch eine offenbar unliebsame Theaterschule geschlossen wurde und ein kleines Bonmot der Geschichte. Die Professoren und Studenten dieser jetzt geschlossenen Universität haben Asyl gefunden in den noch in Budapest verbleibenden Räumlichkeiten der CU. Also wie man sieht, das Thema des Symposiums heute Abend ist nicht nur von genereller Bedeutung, sondern auch ganz eng verbunden mit dem, was die CU als Institution durchlebt hat, sowie den allgemeinen Trend hin zu illiberalen Formen nichtdemokratischer Herrschaft. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir da alle darüber diskutieren und uns nichts vormachen, wie gefährlich das für uns alle ist. Also ich wünsche Ihnen und uns eine sehr lehr- und hilfreiche Veranstaltung. Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Teilnahme und willkommen an der CU. Ja, vielen Dank, Carsten Schneider, für die herzliche Begrüßung im, wie ich finde, gar nicht so bescheidenen Heim. Wir freuen uns sehr, wieder hier sein zu dürfen. Mein Name ist Andrea Heinz und ich möchte Sie nun auch im Namen des Interuniversitären Forschungsverbundes, Elfriede Jelinek, der Universität Wien und der MUG begrüßen zu diesem zweiten und auch schon letzten Abend unseres alliterativen Symposiums Geschlecht, Genie, Gewalt. Ausgangspunkt dieses Symposiums ist, wie immer bei unseren Veranstaltungen, das Schaffen von Elfriede Jelinek, die als Impulsgeberin für die Erforschung und Bearbeitung aktueller Themen und Diskurse fungiert. Wichtig ist uns dabei nicht nur innovative, interdisziplinäre Formate zu finden, sondern auch die Verbindung von Wissenschaft und Kunst, wie sie auch den heutigen Abend prägen wird. Nämlich mit der Präsentation eines Workshops, in dem eine Studierende und ein Lehrender der MUG sich mit intimen Szenen auf der Bühne auseinandergesetzt haben, nämlich genauer mit zum Beispiel Verhaltensweisen in einer vulnerablen Situation, etwa wenn es um Szenen geht, also die Erarbeitung von Szenen, die intime Gewalt zeigen. Das ist also ein sehr konkreter Aspekt unseres übergeordneten Forschungsschwerpunktes, der sich nennt Geschlecht und Gewalt und dessen erstes großes Symposium nun dieses hier ist. Wir als Interuniversitärer Forschungsverbund setzen uns darin, gemeinsam mit unseren zahlreichen nationalen wie internationalen Scientific Partners und Kooperationspartnerinnen, wie immer ausgehend von Jelinek, mit Narrativen von Geschlecht und ihrer Gewaltförmigkeit, eben speziell in Zeiten von Neokonservatismus und Neoliberalismus sowie Rechtspopulismus auseinander. Wir haben jetzt auch gerade von fachkundiger Seite gehört, wie stark dieser Zusammenhang ist. Und außerdem mit Fragen nach struktureller, psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt, also eigentlich physischer und oder sexualisierter Gewalt, sowie nach Ausbeutungs-, Verdrängungs- und Marginalisierungsmechanismen aufgrund der Kategorie Geschlecht. Das Symposium wird sich besonders den zeitgenössischen Narrativen von Geschlecht in rechtskonservativen Gesellschaften widmen, sowie der Frage, inwiefern diese Narrative Gewalt beinhalten oder befördern und welche Auswirkungen das auf die Position von Frauen sowohl in Kunst als auch Wissenschaft hat. Am ersten Abend, der vergangenen Dienstag im KHM stattgefunden hat, diskutierten dazu unter anderem Uta Degner, Natascha Strobel, Gabriele Michalitsch oder Sarah Ostertag. Außerdem gab es künstlerische Beiträge der Schauspielerin Anne Bennent und der Schriftstellerin Olga Flohr. Zum Programm des heutigen Abends werden Sie gleich noch mehr erfahren. Zunächst möchte ich aber unseren Kooperationspartnerinnen nochmal sehr herzlich danken. Für das KHM sind das besonders die Direktorin Sabine Haag sowie Franz Pichorner, Bärbel Hollaus und Tina Madl mit ihrem Team, denen wir hier auch nochmal für die wirklich gute Zusammenarbeit danken wollen. Heute an der CU möchte ich den Dank natürlich an die Direktorin Shalini Randeria richten, nochmal an den Prorektor und ganz explizit aber auch an Ulrike Plettenbacher, die Direktorin der Austrian Affairs, sowie Ute Springer, Michaela Topolnik und dem tollen Technikteam, das uns heute unterstützen wird. Es ist, wie wir schon gehört haben, nicht das erste Mal, dass wir hier zu Gast sein dürfen und ich freue mich auch ankündigen zu können, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Mit der CU verbindet uns eine enge Partnerschaft und für das kommende Jahr ist unter anderem auch eine gemeinsame Ringvorlesung geplant.
Bevor Ihnen nun gleich Verena Zech von der CU den versprochenen Überblick geben wird, möchte ich aber zu allerletzt auch noch unseren internationalen Partnerinnen des Symposiums danken, die da wären der Fachbereich Germanistik der Paris-Lodron-Universität Salzburg, die Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau, dem Institut für Deutsche Philologie, Abteilung für deutschsprachige Medien und österreichische Kultur der Universität Łódź, sowie dem Institut für Germanistik der Universität Warschau. Und hiermit übergebe ich an Verena Zech, die, um sie auch kurz vorzustellen, an der Doctoral School of Political Science, Public Policy and International Relations an der CU forscht. Vielen Dank. Auch von meiner Seite einen guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Verena Zech und ich darf Sie durch den heutigen Abend begleiten. Vorab möchte ich Sie noch bitten, wenn es möglich ist, die FFP2-Masken anzubehalten, um das Ansteckungsrisiko möglichst zu minimieren. Vielen Dank. Ich freue mich nun, Ihnen einen Überblick über das Programm des heutigen Abends bieten zu können. Wir starten mit einem Vortrag von Silke Felber mit dem Titel Steuerbar und systemrelevant – ästhetische Antworten auf neokonservative Weiblichkeitsimaginationen. Anschließend werden Jean Beers, Caroline Exner und Janina Klassen diskutieren zum Thema Genie Mann, Kunst schaffen, neu denken. Dieses Gespräch wird moderiert von Monika Meister. Nach einer kurzen Pause erwartet Sie dann anschließend eine Präsentation von Mel Stein und Christina Czernitz, welche einen Workshop zu Intimität und Gewalt auf der Bühne vorstellen werden. Den Abschluss des heutigen Abends bildet ein Gespräch zum Thema Marginalisierung oder Widerstand, Frauen in Kunst und Wissenschaft mit Berenice Hebenstreit, Maria Kronfeldner und Jolanta Seyfried. Da Rosemarie Bruchner leider verhindert ist heute Abend, wird dieses Gespräch moderiert von Andrea Heinz. Lassen Sie uns nun zum ersten Programmpunkt übergehen, der Keynote von Silke Felber zum Thema steuerbar und systemrelevant, ästhetische Antworten auf neokonservative Weiblichkeitsimaginationen. Davor möchte ich Ihnen die Vortragende noch kurz vorstellen. Silke Felber ist Theater- und Kulturwissenschaftlerin und Senior Scientist an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Sie war Hertha Fürnberg Fellow und Elise Richter Fellow des FBF und habilitierte sich 2021 mit einer Arbeit über Elfriede Jelineks Theater der Tragödiendurchquerung. Momentan leitet sie das FBF-Projekt Performing Gender in View of the Outbreak. Hiermit darf ich Sie recht herzlich auf der Bühne begrüßen und freue mich auf Ihren Beitrag. Ja, vielen herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Ich sehe Sie jetzt gar nicht. Ja. Und vor allen Dingen herzlichen Dank an Andrea Heinz und Pia Janke. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und ich heute diese Keynote im Rahmen dieses meines Erachtens wirklich sehr, sehr wichtigen Symposiums halten zu dürfen. Der Jüngling, der Kinderkönig, hat die Menschen gespeist, in seinem Reden ertränkt und dann gekleidet. Wer nackt war, der sollte bekleidet werden. Da hat er sich ganz schön viel vorgenommen. Wirklich hunderte Menschen hat in türkisfarbene Pullis gequetscht, damit sie besser zuhören wahrscheinlich und keine Luft zum Selbersprechen kriegen, obwohl die Zeit des Selbstgemachten jetzt endlich angebrochen ist und die Menschen nicht mehr so viel vergeuden und wenn, dann nur sich selbst. Das reicht vom Brot bis zum Kuchen und zu 3000 Speisen, die sie alle jetzt an ihrem heimatlichen Herd ausprobieren wollen. Zitat Ende. Und dieses Zitat entstammt Elfriede Jelineks Theatertext Lärm, blinde Sehen, das 2021 am Burgtheater in der Regie von Frank Castorf uraufgeführt worden ist. Mir dienen diese Zeilen heute als Sprungbrett für einen Vortrag, der von zwei ineinandergreifenden Vorhaben geprägt ist. Ich möchte Ihnen zunächst zeigen, inwiefern die Krisenperformance der österreichischen Bundesregierung unter Sebastian Kurz im Kontext von Covid-19, das ist eine These, am Wiedererstarken konservativer Weiblichkeitsimaginationen mitgewirkt hat. Und anschließend daran werde ich exemplarisch zwei künstlerische Produktionen skizzieren,
die im Gegensatz dazu an der Dekonstruktion oder an der Destruktion solch herkömmlicher Vorstellungen arbeiten, nämlich die Performance She Legends von Caroline Jüngst und Lisa Rikena, die das Image-Tanz-Festival dieses Frühjahr eröffnet hat. Und zweitens Marta Navaridas Arbeit Stomach, die auch in diesem Frühjahr am Wiener Tanzquartier zu sehen war. Im Bestreben, die Analyse realpolitischer performativer Prozesse mit der Untersuchung künstlerischer Verfahren zu verbinden, werde ich auf die Denkfigur und Kulturtechnik der Choreografie zurückgreifen. Ich lade Sie also zunächst ein, mit mir einen Zeitsprung zu machen und sich ins Frühjahr 2020 zurückzuversetzen, also in jene Zeit, in der die anrollende Pandemie weltweit buchstäblich für Atemlosigkeit gesorgt hat. Die österreichische Bundesregierung unter der Federführung von Sebastian Kurz antwortet auf diese Bedrohung, Sie erinnern sich, mit einer nahezu grotesk anmutenden Vielzahl an Pressekonferenzen, die allesamt streng durchchoreografiert sind. Kein Auftritt, keine Geste, so gewinnt man den Eindruck, ist innerhalb dieser Performances, die interessanterweise oftmals als Doorsteps angekündigt werden, dem Zufall überlassen. Gerade in dieser Choreografiertheit aber, so meine These, gewinnt die in Szene gesetzte Krisenbekämpfung politische Schlagkraft. Wie Sabine Huschka unlängst in ihren Überlegungen zu Choreografie als Kulturtechnik angemerkt hat, kommt Choreografie gleichsam eine stabilisierende, eine harmonisierende wie auch eine verändernde Wirkmacht zu. Choreografie verweise auf, Zitat, das eigenwillige Potenzial, komplexe wie variable Bewegungsformationen und Dynamiken zwischen verschiedenartigen Körpern als ein geordnetes und überdies sich ordnendes Gefüge und Beziehungsgeflecht hervorzubringen und als solches erkennbar zu machen. Zitat Ende. Tatsächlich profitieren die im Kontext der pandemischen Krise inszenierten Auftritte der Regierung von der kräfteregulierenden Dimension von Choreografie. Sie setzen mitunter kontrahierende politische AktantInnen miteinander in Beziehung und erwecken so bei uns Rezipientinnen und Rezipienten den Eindruck von Kohärenz, Verbindlichkeit und Einigkeit. Und dadurch rückt ein wesentliches Spezifikum in den Blick, das Huschka der Kulturtechnik Choreografie zuschreibt, nämlich ihre vermittelnde und beziehungsstiftende Funktion. Also bedenken Sie, Sie wissen das ja alle, dass wir es bei den Auftretenden innerhalb der Pressekonferenzen im Zuge des ersten Lockdowns mit politisch betrachtet doch sehr divergenten AkteurInnen zu tun haben. Das ist ein Umstand, der sich in jenem Slogan widerspiegelt, mit dem Sebastian Kurz im Januar 2020 die umstrittene Koalitionsbildung zwischen seiner neokonservativen ÖVP und den Mitte-Links angesiedelten Grünen bewarb und der da lautete, das Beste aus zwei Welten. Zwei Monate später diktiert die anbrechende pandemische Krise, diesen Slogan in Bewegung zu übersetzen bzw. in Bewegung zu versetzen. Und tatsächlich suggerieren die durchchoreografierten Pressekonferenzen zu Beginn der pandemischen Krise ein regierungsinternes Unisono. Darüber hinaus aber zielen die Regierungsbewegungen, die in diesem Kontext aus- und aufgeführt werden, auf eine biopolitisch motivierte Regulierung und Einhegung der medial rezipierenden Körper ab. Stichwort Stay at Home. Das heißt, Regieren wird als Dirigieren erfahrbar und hier tritt bereits die geschlechtliche Dimension dieser choreografischen Operation, um mit Gerko Egert zu sprechen, zutage. Wie wir alle heute wissen, hat sich die Direktive, zu Hause zu bleiben, in sozialer, psychologischer und gesundheitlicher Hinsicht bei weitem negativer auf Frauen ausgewirkt als auf Männer. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich war und bin eine überzeugte Anhängerin des Lockdown-Prinzips. Es ist aber schlichtweg so, und auch das wissen Sie alle, dass Lockdowns Spuren hinterlassen, die sich bei bestimmten Gruppen mehr und bei anderen Gruppen weniger einprägen. Frauen und vor allen Dingen solche, die spezifischen Minderheiten angehören, wurden durch die implementierten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus
deutlich härter getroffen als etwa Cis-Männer. Und hier spreche ich nicht nur von Homeschooling und vom Kuchenbacken, das hauptsächlich an Frauen hängen geblieben ist. Hier spreche ich auch von häuslicher Gewalt und von 11.495 Betretungs- und Annäherungsverboten, die in Österreich allein im ersten Pandemiejahr 2020 über Männer verhängt worden sind. Brisant erscheint mir nun, wie dieser genderspezifischen Schieflage innerhalb der politischen Auseinandersetzung mit der Covid-19-Krise in Österreich begegnet worden ist. Die Reden von Sebastian Kurz und Co. stilisierten Frauen zunächst oftmals im Rückbezug auf totgesagte Begriffe wie Zusammenhalt und Solidarität als sogenannte Heldinnen des Alltags und als Systemerhalterinnen hoch. Und damit geht etwas sehr Interessantes einher, nämlich eine perfide Reproduktion paternalistischer Stereotype, die Frauen ganz selbstverständlich mit Mutterschaft und mit unter- bzw. unbezahlter Care-Arbeit in Verbindung bringt. Diese Verhaltenserwartungen, die durch derartige Strategien kommuniziert werden, fordern und fördern die Übernahme traditioneller Rollen durch Frauen. Gleichzeitig begünstigt die vordergründige diskursive Aufwertung von Frauen die Inszenierung antitoxischer Männlichkeit und unterstützt die auftretenden Akteure dabei, sich als frei von sexistischen Tendenzen zu gerieren. Die auffällig benevolente, wohlmeinende Bewertung von denjenigen Frauen, die ihre traditionelle Rolle erfüllen, bringt eine Art des Sexismus hervor, die ich mit Peter Click und Susan Fiske als ambivalent Sexism bezeichnen möchte. Während Frauen also innerhalb des Covid-19-Diskurses in Rollen, die dem neokonservativen Weiblichkeitsbild entsprechen, durchaus präsent waren, nämlich als Versorgerin, als Pflegerin oder als Mutter, waren sie als Politikerinnen und Expertinnen zunächst weitgehend unterrepräsentiert. Ich habe mir das in meinem aktuellen FAF-Projekt Performing Gender in View of the Outbreak etwas genauer angesehen, und zwar im Hinblick auf die medialen Auftritte der Bundesregierung im Rahmen des sogenannten ersten Lockdowns. Und auffallend an diesen vielen und zum Teil mehrmals täglich abgehaltenen Pressekonferenzen ist tatsächlich die deutliche Unterrepräsentanz weiblicher Politiker und auch weiblicher sogenannter Experten. Wenngleich die Regierung zum damaligen Zeitpunkt zu 53% aus Frauen bestand, sind jetzt schon einige unbesetzt, waren es hauptsächlich männliche Politiker, die im Proklamieren und Implementieren der Covid-19-Maßnahmen sichtbar und hörbar wurden. Und ich habe Ihnen hier eine Folie mitgebracht, die eine quantitative Erhebung abbildet, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin Mira Achter im Rahmen dieses angesprochenen Projekts durchgeführt habe. Also wir haben uns diesen Zeitraum des sogenannten ersten Lockdowns angesehen, und man sieht hier wirklich, also das, was hier abgebildet ist, betrifft sämtliche mediale Auftritte der österreichischen Bundesregierung. Und man sieht tatsächlich, dass das Geschlechterverhältnis in Bezug auf den Redeanteil wirklich eklatant auseinanderklafft. Und interessanterweise vor allen Dingen auch in Bezug auf die sogenannten Expertinnen, die ins Feld geführt worden sind. Das heißt Virologen, Virologinnen, Mediziner, Medizinerinnen und so weiter. Sebastian Kurz performt innerhalb dieser medialen Auftritte gewissermaßen als Kapitän, der vorrangig inmitten eines Viererensembles oder aber inmitten einer triadischen Konstellation in Erscheinung tritt. Interessant dabei ist, dass sich Kurz beinahe ausschließlich mit seinen männlichen Kollegen umgibt, mit Ausnahme von Bundesministerin Ed Stadler und Bundesministerin Raab, die damals direkt im Bundeskanzleramt unterstellt waren. Wir haben es also mit einer Choreografie zu tun, die eine genuin männliche Subjektivierungsweise und typische Praxis männlicher Hegemonie zitiert, würde ich mal sagen. Ja. Männer stellen sich historisch betrachtet im politischen Kontext zueinander im Verhältnis und verhandeln die in diesem Zusammenhang hervorgebrachten Männlichkeiten untereinander aus. Masculinity lässt sich somit mit Rayne Connell als eine performative und gleichzeitig als eine relationale Praxis beschreiben, die wortwörtlich in Stellung gebracht wird.
Auf diskursiver Ebene wiederum fällt auf, dass sich die Kriseninszenierung der auftretenden Akteure an Konzepten der aufgabenbezogenen Kompetenz und Instrumentalität orientiert. Und in diesem Zusammenhang sticht beispielsweise der gerade im österreichischen Kontext sehr prominente und geradezu inflationäre Rekurs auf Metaphern des Sports ins Auge. Diese Strategie will augenscheinlich zum Mitmachen und zum Durchhalten motivieren. Sie ist aber zusätzlich an nationale und klassistische Mytheme gekoppelt, die das Credo eines Survival of the Fittest aufrufen. Wir haben es also mit einer Wettkampfrhetorik zu tun, die einerseits eine individuell maskuline Dominanz untermauert und die andererseits eine kollektiv operierende autochthone Männlichkeit herstellt. Und Ähnliches lässt sich hinsichtlich der symptomatischen Bezugnahme auf Narrative der Auferstehung und der Apokalypse beobachten, der sich vor allem Kurz bedient und die bei Jelinek, wir haben es anfangs gesehen, ja tatsächlich dann auch widerhallt. Der Politiker fällt durch eine eschatologische Rhetorik auf, die sich im Spannungsfeld von Furcht und Hoffnung bewegt, gepaart mit einer der Message Control unterliegenden ausgeklügelten Bilderpolitik, bringt diese Rhetorik Figurationen des Erlösers und des Übervaters hervor, mit denen gleichzeitig die beschriebene Zurückdrängung von Frauen in alte, passive Rollenbilder gestützt wird. Gerade in Verbindung mit der spezifischen Auftrittsdramaturgie untermauert diese Performance die Suppression genderspezifischer und durch die Krise verstärkt spürbar werdender Problematiken. Sorgethemen hingegen und die Thematik häuslicher Gewalt werden innerhalb dieses ersten Lockdowns, also innerhalb der Pressekonferenzen im Zuge des ersten Lockdowns, systematisch den weiblichen Ministern zugeteilt. Das ist ganz interessant und scheinen somit nicht Chefsache zu sein. Ich möchte hier zunächst einen Punkt setzen und nun auf die beiden künstlerischen Produktionen zu sprechen kommen, mit denen ich das bisher Gezeigte kontrastieren werde. Die erste Arbeit stammt von Caroline Jüngst und Lisa Rikena, die sich in ihren Performances grundsätzlich hauptsächlich an popkulturellen Phänomenen und Praktiken abarbeiten und mit den in diesen Kontexten produzierten vergeschlechtlichten Körperbildern. In der Arbeit She Legends widmen sie sich dem Genre des Superhelden-Comics und das heißt einem Feld, das lange Zeit hauptsächlich von männlichen Künstlern und Figuren bespielt worden ist, und das darüber hinaus dazu tendiert, Ungleichheiten in Bezug auf Geschlecht, Rasse bzw. Ethnicity, Klasse und Sexualität zu reproduzieren. Während bestimmte demografische Gruppen in Superhelden-Comics überrepräsentiert sind, bleiben Angehörige von Randgruppen hier oftmals, natürlich nicht immer, gibt es ganz, ganz schöne Gegenbeispiele, aber oftmals nach wie vor entweder unterrepräsentiert oder werden stereotypisiert. Weibliche Superhelden sind ein Beispiel für diese Tendenz, haben aber auch das Potenzial, Normen und Binaritäten zu destabilisieren und als ermächtigte und ermächtigende Figuren aufzutreten. So lesen wir bei Carolyn Cocker, ich zitiere, "What's on the comics page can both embody cultural anxieties as well as cultural aspirations, can both shore up as well as destabilize harmful binaries, and can both foreclose as well as open up all kinds of possibilities. This is why there is power on the page." Zitat Ende. Die PerformerInnen Jüngst und Rikena übersetzen diese ambivalente Power vom gezeichneten Blatt auf die Bühne. Die Perspektive, die sie dabei einnehmen, ist insofern eine radikal queer-feministische, als sie sich an Praktiken des Umschreibens orientiert. Ich zitiere aus einem Interview mit den beiden KünstlerInnen: "Die Comicwelt bietet uns die Möglichkeit, choreografisch den Stift anzusetzen und Körper, Landschaften und Bilder neu zu zeichnen, neu zu imaginieren und Narrative bildhaft und ausdrucksstark und anhand unserer eigenen Fantasie und unserer eigenen Vorlieben umzuschreiben." Zitat Ende. Choreografie wird somit als performatives und konstruktives Werkzeug erfahrbar, das produktiv in hegemoniale Ordnungen eingreift.
Der Körper fungiert innerhalb dieses Prozesses als Folie, in den mnemotechnisch alternative, utopische Register von Geschlechtlichkeit eingeschrieben werden. Und ich möchte Ihnen jetzt kurz einen kurzen Ausschnitt dieser Produktion zeigen. Ja, vielleicht darf ich die Technik bitten, für den nächsten Ausschnitt dann, dass zumindest ein Ton zur Verfügung gestellt wird. Da brauchen wir ihn nämlich dann tatsächlich. Sie haben also auf jeden Fall jetzt hoffentlich gesehen, dass die beiden Künstlerinnen für diese Produktion an spezifischen Body Signs arbeiten und diese Body Signs in bestimmten Wiederholungen und Variationen zutage treten. Dieses Spiel mit Repetition und Varianz übersetzt die spezifische serielle Choreografie, der die Zeichnung von Körpern innerhalb von Comics grundsätzlich unterliegt, in den dreidimensionalen Raum und deutet gleichzeitig auf die Prekarität von im Comic figurierenden Körpern. Tatsächlich wird die Identität des Comic-Körpers gerade im Akt des Kopierens von Haltungen und Gesten brüchig, das heißt im Übertragen von Panel zu Panel, also von Comic-Bildchen zu Comic-Bildchen. Body Signs, so die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Klar, seien in Comics nicht identisch, sondern wiedererkennbar. Das ist ganz wichtig. Und somit bringen sie tatsächlich sowas wie instabile Identitäten hervor. Geschuldet ist diese spezifische Fragmentierung der rahmenartigen Panelstruktur des Comics, also den vielen aneinandergereihten Bildchen, die sich sowohl als zitierbar als auch als unterbrechend erweisen und die dadurch, das wäre mein Vorschlag mit Walter Benjamin, als gestisch zu bezeichnen wären. Genau diese für das Comic so grundlegende rahmenartige Struktur aber und die damit verbundene zitierende Spezifik verbleibt in der Arbeit She Legends ausgespart. Sie wird hier zur leeren Mitte, um die die Performance kreist. Jüngst und Rikena performen auf nackten weißen Tanzboden vor einer auffächerbaren triangulären Deckenskulptur, die das Superman-Emblem aufruft. Unterstützt werden sie dabei lediglich durch ein Trampolin, das ihrem auf Sprünge und Kicks fokussierenden Bewegungsrepertoire maximale Wirkkraft verleiht. Das heißt, im Fokus steht eine radikale Künstlichkeit, die gleichzeitig auf verfremdende Aneignung setzt, und zwar auf die verfremdende Aneignung sozusagen eine utopische Körpersprache hervorbringen will. Und tatsächlich folgen die ästhetischen Verfahren, denen sich die beiden bedienen, eigenen Angaben zufolge den Prinzipien der Appropriation, der Ironisierung und der Verwandlung und implizieren darüber hinaus Ansätze des Method Actings und des Shape Shiftings. Das heißt, während die Krisenauftritte von Sebastian Kurz und Co., und verzeihen Sie mir jetzt diesen Sprung, ja, während diese Krisenauftritte die stabilisierende Wirkmacht von Choreografie zutage befördern, machen sich die Künstlerinnen Rikena und Jüngst im Gegensatz dazu das transformative Potenzial zunutze, das von dieser Kulturtechnik ausgeht. Verkörperte Identität wird dabei nicht nur als veränderbar und prekär sichtbar, sondern in ihrer Zitierbarkeit auch hörbar. Jüngst und Rikena verbinden ihr hyperexpressives, mimisches Spiel mit lautmalerischen Referenzen auf den typischen Comic-Sound und übersetzen Ausdrücke wie Heul, Splash, Smash und Zack von der lexikalischen sozusagen in die auditive Dimension. Mit Körpergeräuschen und Lautmalerei, und damit komme ich jetzt auch schon zur zweiten Produktion und damit zum Schluss, mit Körpergeräuschen und Lautmalerei arbeitet auch Marta Navaridas Performance Stomach,
wenngleich das Auditive hier im Dienst der Nase agiert. Und jetzt möchte ich Ihnen einen Ausschnitt zeigen und da wäre es wirklich toll, wenn wir Sound haben. Schauen wir mal. Es ist auch ein bisschen eklig. A little bit disgusting. Like a nut paradise. Like a mother paradise. Oh, fuck. I really feel like I've been taking shots over here. Like each sniff is like. Ja, das Wichtigste haben wir tatsächlich gehört. Großartig. Mit dem Fokus auf das Olfaktorische und das Haptische rücken Navaridas und ihr Team jene Sinne in den Fokus, die in der Sinneshierarchie des sogenannten Westens jahrhundertelang an unterster Stelle rangierten. Schmecken und Tasten, vor allem aber Riechen, wurden in unseren Breitengraden weitgehend als animalische, als niedrige Sinne aufgefasst und sind von Platon über Hegel bis Freud abgewertet worden, beziehungsweise zugunsten des visuellen, epistemisch konnotierten und auch männlich konnotierten Sinns ausgeblendet worden. Gleichzeitig aber spielt der Geruch innerhalb von euroamerikanischen Gesellschaften eine wesentliche Rolle für die diskursive Stigmatisierung von Frauen, Arbeiterklassen und rassifizierten Gemeinschaften. Der, die bzw. das andere wurde in der Literatur und in der Kunst mit Vorliebe entweder als verführerisch duftend oder als ekelerregend stinkend chiffriert. Sie sehen hier ein Gemälde des niederländischen Malers Jan Minse Molinair, das eine Frau porträtiert, die einem kleinen Kind den Allerwertesten säubert. Mit ihrer Performance Stomach interveniert Marta Navaridas in diese etablierte Sinnesordnung und erteilt gleichzeitig den perpetuierten Dualismen von Natur und Kultur bzw. von Humanem und Nicht-Humanem eine klare Absage. Das männlich konnotierte Primat des Visuellen, gegen das Navaridas Arbeit ex negativo anspielt, manifestiert sich auch im televisiven Format der Pressekonferenz, für dessen intensive Nutzung sich Sebastian Kurz im Angesicht der Krise entschieden hat. Dieses Aufführungsformat rückt einerseits das Faziale, das heißt Gesichter von Politikerinnen und Politikern, in den Blick und andererseits erlaubt es, den paternalistisch-patriotischen Duktus von Kurz und Co. durch ikonische, identitätsstiftende Codes zu unterstützen. Also denken Sie nur beispielsweise an das Kanzleramt am Ballhausplatz, also diesen repräsentativen Austragungsort der vielen Pressekonferenzen. Oder denken Sie, wir sehen es hier, an die im Hintergrund wirkmächtig drapierten österreichischen und europäischen Flaggen. All diese Zeichen rufen eine historisch gewachsene, männlich-weiße Sphäre des Politischen auf. Eine Sphäre, innerhalb derer es ohne Konsequenzen bleibt, weibliche Parteikollegen als steuerbar zu bezeichnen. Eine Sphäre, innerhalb derer Frauen als kuchenbackende Störenfriede des männlich konnotierten Homeoffice stilisiert werden. In diesem Sinne, es gibt noch viel zu tun, es gibt wieder viel zu tun. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Beitrag. Gerne möchte ich jetzt auch Sie im Publikum einladen, Anregungen oder Fragen anzubringen. Hat jemand Fragen an unsere Vortragende? Wenn nicht, würde ich gerne eine Frage stellen. Und zwar würde mich interessieren, ich weiß nicht, welchen Forschungszeitraum Sie genau in Ihren Projekten haben, aber inwiefern es auch Kontinuitäten gibt, die sich über die Regierung Kurz hinausziehen, in der Choreografiertheit der Auftritte oder ob das auf diese Regierung etwas sehr Spezifisches ist oder
Wenn Sie dazu etwas sagen könnten. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich muss tatsächlich sagen, dass der Fokus in unserem Projekt auf ganz bewusst auf diesem sogenannten ersten Lockdown beziehungsweise auf der ersten Phase der pandemischen Krise liegt. Und wir versuchen hier einfach auch komparatistisch zu arbeiten und uns anzusehen, wie andere europäische Regierende, vor allen Dingen aber nicht nur europäische Regierende, sozusagen performt haben. Ja, in diesem Moment, das ich jetzt mit Aristoteles als Peripetie irgendwie bezeichnen möchte. Ja? Also wo tatsächlich nichts mehr so war, wie es vorher war. Ja? Also um tatsächlich zu schauen, wie in diesem Schockmoment, ja, wo sich wirklich gravierend was verändert, wie in diesem Moment performt worden ist. Und zwar einerseits eben auf diskursiver Ebene und andererseits auf einer sozusagen auf einer dramaturgischen Ebene. Ja. Das wäre natürlich was, also weiterführend super interessant und wird auch mit Sicherheit gegen Ende des Projekts dann noch Thema sein. Aber Fokus ist jetzt wirklich mal auf der anfänglichen Phase, die zum Glück ja jetzt doch schon ja, ein bisschen zurückliegt. Das heißt, man kann auch schon aus einer Distanz, aus einer gesunden Distanz, sage ich jetzt einmal, einfach auch Aussagen treffen. Ja. Bitte. Silke, ich finde sehr interessant und beschäftigt mich eigentlich schon seit geraumer Zeit, wie diese vordergründigen Aufwertungsstrategien von Frauen, wie die den Diskurs bestimmen. Denkst du, wird das ein Teil des Projekts? Weil das ist etwas, was ich mich immer frage, sozusagen, das ist wie eine Ausrede. Wir haben eh Frauen, aber nur Frau ist irgendwie auch bei den Frauen, die wir hatten hier, ist das schwierig. Was arbeitet da an diesen Strategien? Also um die erste Frage zu beantworten, ja, das ist im Endeffekt der Kern des Projekts. Ja. Also was ich heute nicht gezeigt habe, sind diskursanalytische Ergebnisse, die wir schon haben. Ja. Und das setzen wir in Relation tatsächlich dann zu einer quantitativen Erhebung des tatsächlichen Redeanteils, der tatsächlichen Präsenz, ja, von Frauen. Wobei wir natürlich schon auch aufpassen und sagen, es ist ja auch, wie soll ich sagen, ein bisschen heikel, da tatsächlich von Frauen und Männern zu sprechen. Es geht ja auch um ein bisschen komplexere Sicht auf das Thema. Aber selbstverständlich ist es für uns ganz, ganz wichtig zu sehen, welche Frauen hier installiert werden, womöglich, ja, beziehungsweise eben auch mit welchen Themen Frauen besetzt werden in der Politik, beziehungsweise innerhalb dieser Auftritte, die wir uns ansehen. Weil eigentlich dient es ja der Bestätigung dieses männlichen Diskurses, wie das aussieht, wie das gemacht wird. Ja. Ja, wenn ich das gleich in der Hand habe, herzlichen Dank, das war sehr, sehr eindrucksvoll und eindrücklich. Mich würde interessieren, dieser Choreografiebegriff noch. Also ich kenne ja irgendwie diesen Begriff Inszenierung von Politik, Ästhetisierung von Politik, beziehungsweise, glaube ich, es interessiert sich ja vor allem auch diese Übergänge oder wie man das auch danach bricht, künstlerisch. Aber wieso wählst du eigentlich Choreografie und nicht Inszenierung? Ja, danke für diese spannende Frage. Da könnte ich sehr, sehr lang drüber sprechen. Ich habe tatsächlich, mit dem Inszenierungsbegriff angefangen, bin dann aber davon abgerückt, weil es da immer wieder so Fragen nach dem Intentionalen gab, ja, und interessiert mich weniger, also mich interessieren die Dinge, die in Erscheinung treten, was in Erscheinung tritt und wie was in Erscheinung tritt. Und das ist auch meine Expertise als Theaterwissenschaftlerin, bin keine Politikwissenschaftlerin. Das heißt, das ist auch bis zu einem gewissen Grad ein Experiment, das zum Glück vom FWF auch als solches gefördert wird. Aber der Choreografiebegriff ist interessant, weil er tatsächlich, also jetzt vor drei Monaten ist ein ganz interessanter Band herausgekommen, eben von Gerald Siegmund und Sabine Huschka, die versuchen ihn als Kulturtechnisch
zu framen. Ja? Und damit wird sehr, sehr viel möglich. Interessanterweise auch hat der Choreografiebegriff mittlerweile in den Naturwissenschaften, in den Naturwissenschaften Einzug gefunden. Also einerseits wissen wir das schon aus den New Materialisms, die sich wo dieser Begriff der Choreografie immer wieder vorkommt, bei Karen Parat oder auch bei Donna Haraway. Und die Naturwissenschaften fangen jetzt auch an, tatsächlich so von einem Dance of Agency zu sprechen, wenn es um Stammzellen geht oder um quantenphysikalische Phänomene. Also ich glaube, der gibt auf unterschiedlichen Ebenen sehr viel her und also ich komme gerade ganz gut weiter damit. Danke sehr. Vielen Dank für den Vortrag. Ich fand es hochinteressant, wie Sie den Bogen gezogen haben von der Politik bis hin zum Tanz, leider ohne Musik heute. Aber vielleicht können wir das dann nochmal nachhören, wenn die Links reingestellt werden. Was mich hierbei auch interessiert, auch in Bezug auf diesen Text, den wir später ein bisschen diskutieren werden, über die Komponistin Jünger, ist eigentlich, da spricht man von der Nichtigkeit der Frauen in der Kunst. Jetzt haben Sie was sehr Interessantes erwähnt, was ich persönlich nicht sehr oft erwähnt gehört habe, und zwar diese Inszenierung der weiblichen Politiker als quasi Träger schlechter Nachrichten oder Sie sprechen über Schutzanzüge und über Probleme und so, also so Negativträger. Wie würden Sie das ja in Bezug zurück auf die Kunst sehen? Können Sie da auch Parallelen ziehen, wie vielleicht auch in der Politik der Kunst oder der Politik der Kunsteinrichtungen mit Frauen umgegangen werden, die jetzt notgedrungen heutzutage doch da sind, aber irgendwie vielleicht wird ihnen was zugeschoben, das dann niemand anders sagen will. Das ist eine sehr interessante Frage. Sie meinen, Sie spielen zum Beispiel an auf Burgtheaterdirektorinnen, die kurzfristig den Kahn aus dem Dreck ziehen müssen. Also kann ich es jetzt in diesem Moment als Stegreif natürlich nicht beantworten, aber es ist auf jeden Fall eine unglaublich spannende Frage, die es gilt da, der es gilt weiter nachzugehen. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Wir sehen, es bleiben noch viele Ansätze offen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, weiter zu beobachten, wie sich Ihre Forschung entwickelt. Sie sind natürlich alle gerne eingeladen, auch im Anschluss an die Veranstaltung noch mit den Vortragenden sich weiter zu unterhalten, falls Fragen unbeantwortet geblieben sind. Herzlichen Dank. Ich sage danke. Ich freue mich nun auch auf den nächsten Beitrag der Podiumsdiskussion mit dem Titel Genie Mann, Kunst schaffen, neu denken. Es diskutieren Jean Beers, Caroline Exner, Janina Klassen. Zuvor möchte ich Ihnen noch kurz Monika Meister vorstellen, welche das Gespräch moderieren wird. Monika Meister ist Theaterwissenschaftlerin und stellvertretende Leiterin des Interuniversitären Forschungsverbunds Elfriede Jelinek. Sie ist außerordentliche Universitätsprofessorin im Ruhestand am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Universität Wien. Und von 2004 bis 2010 war sie hier auch Institutsvorständin. Außerdem ist sie Lehrbeauftragte für Theater- und Literaturgeschichte sowie Dramaturgie an der Universität für Kunst und für Musik und Darstellende Kunst Wien. Hiermit darf ich die Gesprächsteilnehmerinnen auf die Bühne bitten und freue mich auf eine spannende Diskussion.
Ja, herzlich willkommen hier am Podium. Herzlich willkommen hier am Podium. Ich freue mich mit meinen Kolleginnen, wovon ich eine gut kenne und zwei kennengelernt habe gerade, zu diskutieren den schwierigen, aber auch spannenden Titel Chemie, Mann, Kunst schaffen, neu denken. Und ich stelle Ihnen die Teilnehmerinnen vor und mache das alphabetisch. Jean Beers, die eine Pianistin und Komponistin ist und an der Russell Group University King's College London zum Thema der Kompositionstechniken zur Erreichung von Ambiguität promoviert wurde. Was ja sehr wichtig ist, das zu sagen, weil das natürlich auch mit unserem Thema zu tun hat, gerade der Begriff des Ambiguitären. Sie ist seit 2020 Professorin für Artistic Research und leitet den Studiengang für Tasteninstrumente, Musikleitung und Komposition an der MOOC, ist diverse Projekte zur Förderung zeitgenössischer Musik involviert und hat ein Opernprojekt, in das ich heute kurz hineingeschaut habe, das ich auch sehr spannend finde, das nennt, der Titel ist About Female Struggle and Empowerment. Von Ihnen ist dieses Projekt. Ja, herzlich willkommen hier. Caroline Exner, Studium der Germanistik, Philosophie sowie Regiestudium am Wiener Max-Reinhardt-Seminar, Promotion im Bereich der Dramaturgie und Philosophie an der Universität Wien, seit 2013 Leitung des Studiengangs Schauspiel an der MOOC und sie ist dort auch die Dekanin der Fakultät Darstellende Kunst und ist Leiterin des Interuniversitären, stellvertretende Leiterin. Das, ja, wir zwei sind stellvertretende Leiterinnen sozusagen. Fabio Di Pia ist natürlich die Leiterin. Ja, auch herzlich willkommen. Janina Klassen hat Musik- und Literaturwissenschaft studiert, Philosophie, Italienisch in Freiburg, Wien, Paris und Siena. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Musikgeschichte, Musiksprachtheorie und Gender-Thematik. Mehrere Monographien in diesen Bereichen. Sie war von 1999 bis 2022 Professorin für Musikwissenschaft an der Musikhochschule Freiburg in Deutschland. Ja, mich haben, wissen Sie, ich bin die Monika Meister, ich wurde ja schon vorgestellt. Wenn wir die Texte, ich möchte sehr wohl auf Elfriede Jelineks Texte zu sprechen kommen, vor allem ausgewählte Texte, die wir uns angeschaut haben, die da sind. Ein Text, ein früher von 1987, den ich nicht kannte, obwohl ich mich mit Jelinek seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, beschäftige, über Patricia Jünger, die eine Komponistin, die schon gestorben ist. Und Jelinek, das finde ich sehr spannend, wie sie sich da mit der Komponistin auseinandersetzt. Dann Clara S. von 1981, ein Theaterstück über Clara Schumann. Und den dritten Text, den wir uns auch als sozusagen als Kontext angeschaut haben, ist der Euridike-Text, also Schatten, Euridike sagt, von Elfriede Jelinek. Das ist sozusagen eine Grundlage von uns, weil in all diesen Texten weibliche Begehrensstrukturen in ihrem Missbrauch gearbeitet sind und gezeigt werden. Also sozusagen, wie Gebrauch und Missbrauch von Begehren und Kunstkünstlerin sein sich definieren. Und deshalb würde ich gern, natürlich Genie, der Begriff Genie ist immer eine Männlichkeitsbild zugeschrieben. Deshalb wäre meine erste Frage an Sie,
wer immer damit beginnen will, gibt es sowas für Sie in den, auch historisch in der Konstruktion von weiblichen Genies? Sorry, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Ja, da würde ich gern gleich was dazu sagen, weil ich würde eigentlich sagen, ich bin nicht einer Meinung. Insofern, dass ich bin 1983 geboren, also nicht lang vor dem dieser Artikel geschrieben wurde. Mhm. Mir ist durchaus bewusst, wo dieses Konzept Genie herkommt und dass es oft dem Manne anhaftet. Ich bin aber gar nicht mehr damit aufgewachsen. Also in der Tat bin ich dem eigentlich schon befreit. Mhm. insofern ist für mich persönlich und ich glaube auch für viele meiner Generation und auch die Studierenden, die 10, 15 Jahre jünger sind als ich, ist dieser Begriff Genie eher abstrakter Natur. Insofern, da würde ich sogar so weit gehen, dass man als Pianist, Pianistin sich sehr oft nicht als weibliches oder männliches, männlicher Mensch oder weiblicher Mensch am Klavier fühlt, sondern als abstraktes Medium zum Transportieren, Vermitteln dieser Message. Vielleicht ist es für Frauen eigentlich auch ein Selbstschutz, weil zum Beispiel in der Klavierliteratur wird sehr oft von schon längst gestorbenen europäischen Männern Musik gespielt. Und wenn man sich das bewusst werden würde, dann wäre es eher tragisch und man könnte gar nicht mehr spielen. Clara Schumann und besonders Clara Schumann eigentlich wurde ja auch in dem Text schon als Genie bezeichnet und das ist auch oft jemand, der einem ins Gedächtnis kommt und in moderneren Zeiten zum Beispiel Sofia Gubaidulina, die Komponistin, die russische Komponistin, tatarische Komponistin, ja. Die durchaus diesem Genie-Image gerecht wird, auch mit ihren Ideen über diesen Nacheilen des Urklangs, was sehr mit dem Genie-Image zu tun hat. Vielleicht ganz kurz, wenn wir Genie sagen, verbinden wir ja damit so eine eigentlich was auch eine Allmacht des Schöpferischen sozusagen, das ja historisch der Frau jetzt nicht gerade zugeschrieben wurde, aber nur das am Rande. Weil die Clara Schumann in Jeleneks Text natürlich gewissermaßen dem Genie Robert, ein Phantasma des Genies Robert ist. Ja, okay. Ja, ich denke, dass du da gerade einen entscheidenden Punkt auch angesprochen hast, dass sozusagen Genie gar nicht unbedingt mit Frauen gedacht wird, weil sie gar nicht diesen Raum hatten oder es ihnen gar nicht zugestanden wird. Und möchte mich auch zugleich dem anschließen, was du gerade gesagt hast, dass es, denke ich, auch gerade für eine jüngere Generation wichtig ist, diesen Genie-Gedanken zu überwinden, ihn wegzudenken. Wir werden sicher auch noch über Machtstrukturen sprechen im Kulturbetrieb als solchem und auch in Ausbildungsbetrieben und ja dieses Meisterklassensystem und sozusagen der geniale Meister, der einem etwas beibringt und hier auch mit einer gewissen Macht ausgestattet ist, dass wir ja doch, denke ich, tunlichst bemüht sind, auch in den universitären künstlerischen Ausbildungen dieses Meisterklassensystem hinter uns zu lassen. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier eingeladen bin, dazu sprechen darf. Ich würde Ihnen total zustimmen, jetzt auch von der wissenschaftlichen Seite her, seit 50 Jahren ist eigentlich dieser Genie-Begriff obsolet. Also es gibt eigentlich niemanden, der das freiwillig anzieht, dieses Gewand. Der Begriff ist allerdings sehr heterogen. Und er wurde tatsächlich auch immer wieder angewendet, auch auf Frauen, auch auf Sängerinnen, weil eben der schöpferische Anteil sich nicht nur auf Komposition bezieht. Das ist eigentlich eine historisch relativ jüngere
Geschichte, sondern tatsächlich auf Darbietungsformen, die uns staunen machen und für die wir keine Worte haben. Ja. Und deswegen gibt es von Genialen abgeleitet, also dieses geniale Spiel, das trifft Männer wie Frauen oder Sängerinnen wie Sänger. Also das ist so eine ambivalente Geschichte. Eine andere Geschichte aber, da Sie von Machtstrukturen sprechen, ist natürlich die Musikgeschichtsschreibung. Und die fängt an, mal die Vorläufer weggelassen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo das Fach ein akademisches Fach wird. Also hier in Wien und in Berlin parallel. Und da gibt es tatsächlich jetzt ein Zusammenwirken von einer Musikgeschichtsschreibung, die sich an Personen orientiert. Und diese Personen sind dann tatsächlich Männer. Da kommen dann die Frauen nicht mehr vor. Und die einen Konnex herstellt zwischen dem Genie, was nach der sogenannten Genieästhetik voraussetzungslos schöpft, also dieses Unerklärliche umdreht in ein so quasi Götterähnliches aus sich selber raus. Das hat natürlich eine fatale Zusammenwirkung, weil es an dieser Stelle dann Komponierende tatsächlich aufteilt und auch sozusagen Schlagschatten wirft, indem dann Komponistinnen verschwinden, aber auch Sängerinnen, Pianistinnen und so weiter. Also von daher ist der Geniebegriff, würde ich mal sagen, den hat auch die Musikwissenschaft gern verabschiedet, weil sie nämlich keine Idee hat, was sie mit dem Rest ihrer Musikgeschichte eigentlich tun soll. Und im Moment sind wir in einer neuen Umbruchssituation, die sich anders orientiert, nämlich an People of Color, an den postkolonialen Geschichten. Ich bin sehr gespannt, ob man jetzt wieder die Frauen übersieht, weil die waren eigentlich noch nicht so richtig dran. Und diese anderen Geschichten, die damit zusammenhängen, das sind für mich tatsächlich Machtstrukturen, die gibt es überall in der Kunst. Die hängen nicht von der Musik ab, sondern das ist tatsächlich institutionell oder eben auch, wer darf das sagen, wer darf Musikgeschichten schreiben und so. Anstelle des Genies gibt es diese Beschäftigung mit Kreativitätsforschung in den letzten 50 Jahren. Und die hat aus meiner Sicht die Musikwissenschaft komplett abgegeben an die Musikpädagogik. Also Klassenkomponieren oder wie führe ich Jugendliche oder Kinder an Musik heran, wie schaffe ich es, sie selber zu motivieren. Das, was dem Genie inhärent ist, ist ja immer die intrinsische Motivation. Und so unterscheidet man dann oder hat versucht eben zu teilen, die Virtuosen, die nur extrinsisch drauf sind, die möchten nur Geld verdienen und möchten sich in der Presse sehen, und die jetzt aber wirklich so und so inszenieren, ja, vielleicht choreografieren, muss ich Sie nachher nochmal fragen. Aber nehmen Sie jemand wie Alfred Brendel, ja, der so tut, als würde Ihnen das alles gar nichts angehen, in seinem Sakko auf die Bühne schlurft und dann spielt, oder auch Sokolov oder egal. Das ist choreografierte, intrinsische Motivation. So. Und ich glaube, da... Okay. Ja, danke vielmals für diese erste anregende Runde mal schon. Das heißt, den Geniebegriff verabschieden wir jetzt und denken uns etwas, was uns natürlich viel näher ist, nämlich Macht- und Gewaltstrukturen und die Künste. Was hat Gewalt mit Kunst zu tun? Oh, ich glaube, eine Menge. Also ich habe jetzt sofort an Camille Claudel und Rodin gedacht, zum Beispiel, also auch was jetzt Männer-Frauen-Verhältnisse betrifft, also vielleicht auch geniale Frauen, die dann an die Seite gedrängt werden vom männlichen Genie. Natürlich, es hat, also ich glaube schon, dass es im künstlerischen Bereich oder auch in den Theatern, wenn wir jetzt schauen, gibt es ja jede Menge Verquickungen mit Macht- und Gewaltstrukturen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ausführen soll. Ich glaube, es ist jedem klar. Ja, ich glaube auch, das ist allen einigermaßen, weil es einfach Hierarchien gibt. Ja, selbstverständlich. Es gibt Hierarchie. Ja.
Und aber jetzt auch eine starke Bestrebung, die natürlich sehr positiv ist, Hierarchien anders zu denken, künstlerische Prozesse anders zu denken, kollektiver zu arbeiten, sowohl in den Theaterleitungen, sind vielleicht dann öfter noch kleinere und mittelgroße Theater und noch nicht die ganz großen Theater, die sind, wie vorhin schon erwähnt wurde, in der Einführung oder im Nachgespräch dann auch oft noch sehr männerdominiert. Aber hier versucht man doch schon mittlerweile andere Wege auch zu gehen, auszuprobieren. Das sieht man jetzt auch im Wiener Schauspielhaus, dass auch hier jetzt ein Kollektiv dann die Leitung übernehmen wird. Und genauso auch in den künstlerischen Prozessen selber, dass ja auch eine jüngere Generation auf diese Strukturen oder sich da auch hineinzufinden, und das betrifft sowohl Männer als auch Frauen, daran besteht kein Interesse mehr. Oder viele lehnen das wirklich zutiefst ab. Aber es gibt auch noch ein Aber, über das sprechen wir später. Ja. Wie sehen Sie dieses Verhältnis? Ja, ich wollte was zu der Machtstruktur sagen, auch vielleicht ein bisschen auf philosophischer Ebene. Bei der Musik spielt ja oft tatsächlich so eine Art Macht-Relationship mit ins Spiel. Also Sie hatten vorher erwähnt, Sokolov geht auf die Bühne und so weiter. Da habe ich geschmunzelt. Man kann ja nicht alle nennen, und auch die alten Herren haben auch noch ihre Qualitäten, pianistische Seite. Aber was ich auch oft faszinierend finde bei der Musik, ist sowohl bei Performance als auch bei Komposition, ist quasi die Möglichkeit da, das als Machtausübung zu nehmen. Und da, wenn wir binär sprechen möchten, ich versuche ja in meiner Forschung auch immer die Ambiguität zu suchen und arbeite mit Derridas Dekonstruktionstheorien dafür. Aber wenn wir jetzt mal binär Mann-Frau denken, es fällt schon auf in der Musik, dass sehr oft weibliche Komponisten, weibliche Pianisten, aber auch Geiger, so wie zum Beispiel Kopaczynskaja, sie ihre Rolle nicht so verstehen, wie sie üben ihre Macht des Geniestatus aus aufs Publikum. Ihr müsst mir zuhören, ihr müsst jetzt still sein, wie ein religiöser Akt, und drauf warten 30 Sekunden, bis ich endlich anfange zu spielen, wie es bei Swatoslaw Richter so die Legende geht, er wartet und alle werden unruhig. Bei Frauen ist es sehr oft der Fall, dass sie das eher als eine Vermittlung sehen oder als ein Miteinander, als ein Shared Empathy. Man geht durch die Reise der Musik zusammen, durch die Reise des Abends zusammen, und man findet eine Gemeinschaftlichkeit, vielleicht in metaphysischer Ebene im Saal, durch das Interspiel zwischen dem Klang, zwischen der Emotionalität, der Gegebenheit und dem eigenen Ich und dem Sitznachbarn oder was immer. Und vielleicht wird es oft bei Männern oder wurde es auf jeden Fall in der Vergangenheit als Absolutismus gesehen, als Selbstpräsentation oder als Präsentation irgendetwas Heiligen, das von einem heiligen Genie geschaffen wurde, das natürlich ein Mann meistens war. Wobei dieses sogenannte, was Sie jetzt unter Anführungszeichen heilige Genie, das setzt man ja auch voraus, dass das eine fixe Identität repräsentiert. Also da ist sozusagen ein von Gott gegebenes oder aus sich selbst kreiertes Fixum vorhanden an sein. Was ich so interessant finde, was übrigens auch in den Texten der Jelinek oder auch, wenn ich jetzt an die Olga Neuwirth denke, eine österreichische Komponistin, was da viel stärker ist, ist dieses Fluide, dieses sozusagen nicht fixierte von Identität, von Wechsel, von, wie Sie auch sagen, dieses Öffnen dessen in einen ganz anderen kommunikativen
sozusagen in ein Setting zu kommen, in ein anderes. Das finde ich einen der wesentlichen Unterschiede eigentlich und sehe das auch in den Texten der Jelinek sehr, sehr gearbeitet. Also wirklich sprachlich, in der Sprache selbst. Sehen Sie das auch so oder würden Sie... Ich würde schon einen Unterschied, glaube ich, machen zwischen diesem frühen Text über die Patricia Jünger und sicherlich, das ist jetzt fast 40 Jahre, hat eine andere Entwicklung stattgefunden. Ich denke, grundsätzlich aber muss ich sagen, alle Formen von Macht, die im Folder aufgezählt werden, finden in der Musik statt. Mhm. So in Musik, weil es einfach mit Menschen zu tun hat und Machtmissbrauch offensichtlich auch, das macht Spaß. So, also das ist etwas, was triggert und deswegen wird man das auch sehr schwer wegbekommen. Okay. Es ist für mich nicht nur der Machtmissbrauch jetzt im bifokalen Sinne. Ich erzähle eine kleine Anekdote vielleicht. Der Zerminski beschreibt, wie er das erste Mal den Brahms vorspielen muss. Ja? Und der Brahms, der hat da war 20 oder so alt, dann musste der erstmal eine Zigarre rauchen morgens um 10. Da war ihm schlecht. Also Zelinski sagt, er hat eigentlich nichts mehr mitbekommen von dem, was der Brahms macht. Der hat über die Werke gar nicht gesprochen. Das war eine reine Machtinszenierung. Dann hat er ihn nochmal bestellt und hat dann gesagt, ja, war gar nicht so schlecht. So, und ich glaube, diese Art von Macht von Lehrpersonen auf Personen, die in irgendeiner Form von ihrem Urteil abhängig sind, die ist für mich geschlechtsunabhängig. Also da würde ich mal sagen, das können wir Frauen uns nicht anziehen, dass wir das nicht tun, bewusst oder unbewusst. Also ich glaube, da muss man ganz, ganz klar sein. Was mir an den Texten von der Jelinek gefallen hat und auch an dem Clara Schumann-Text, der natürlich in der Schumann-Runde irgendwie grüne Pickel hervorgerufen hat, die immer noch nicht weg sind, das ist schon die einzufordern, raus aus dieser Wohlfühlzone. Ja, also weg davon, von diesem Bescheidenheitstopoi oder von dem, die Frauen repräsentieren das andere, wir machen die schönere Seite und wir ergänzen uns gegenseitig. Also, und das finde ich als literarischen Text sehr heilsam, gekoppelt sicherlich an, für mich ist das ein Schlüsseltext von der Gabriele Göttle zur Eröffnung der Schwarzen Botin, wo sie sich, ich sag mal, auf sehr schöne Weise die Alice Schwarzer weglobt und sagt, Leute, so geht's jetzt nicht. Also ja, man steht zur Aggressivität und das ist natürlich das, was Frauen auch nicht gerne hören, was ich aber gerade an den Jelinek-Texten sehr schön finde, weil sie eben, sie arbeitet eben nicht als Forscherin, sondern das Tolle ist ja, dass Künstlerin kann irgendeinen Faden rausziehen aus diesem Pullover der Quelle und sagen, den spinne ich jetzt weiter und das macht sie auch. Und dann lernt man nochmal neue Blicke. Also das ist wirklich das Tolle. Das finde ich, muss ich sagen, das ist auch an den Texten was absolut Bestechendes, dass das nicht in diesen jenseits jeden, was du, also dieses Vordergründige fehlt da vollkommen. Die Verarbeitung des Vordergründigen, wozu es missbraucht werden könnte, eine feministische, eine queere Position. Das geht bei der Jelinek meiner Ansicht nach, aber bitte, Caroline, vielleicht sagst du da was dazu, schon deshalb nicht, weil es in der Sprache sich manifestiert, der Jelinek. Was genau? Der Macht, dieser Missbrauchs- und Machtdiskurs. Weil die Sprache selbst, die Sprache beschreibt es nicht nur, sondern ist es auch in gewisser Weise so gewaltsam. Ja, zum einen das und ich denke mir auch, dass gerade in den Jelinek-Texten auf der einen Seite, wenn ich jetzt an Euridike Sack denke, Frauen hier eine Stimme gegeben wird. Das beginnt ja auch damit, dass dieser geniale Mann, dieser Künstler, der Sänger, der von allen Frauen auch noch hofiert wird, sorgt ja dafür, dass Euridike verstummt eigentlich, dass sie keine Stimme mehr hat. Und diesen Mythos jetzt aus ihrer Sicht neu zu erzählen und damit auch Machtstrukturen neu zu erzählen und auch Gewalt, die ihr angetan wird, auch durch ihn, durch die Gesellschaft, aber auch von anderen Frauen.
Frauen. Das finde ich sehr interessant und auch letztendlich immer wieder diese Frage bei Jelinek, eben welche Verantwortung tragen auch Frauen selber? Also es lässt sich nicht so leicht in so Täter-Opfer-Verhältnisse pressen. Und jetzt komme ich gerade aus der Angewandten, da machen wir ein Seminar mit den jungen Schreibkünstlern, ausgehend von Dornröschen, also Tod und das Mädchen Teil 2. Und auch in diesen Texten wird immer wieder thematisiert, wie sehr letztendlich auch Dornröschen sich Bach küssen lässt und letztendlich auch ein Stück ihrer Identität abgibt an den Mann und sich definieren lässt durch den Mann. Und auch das finde ich sozusagen in dieser Vielschichtigkeit sehr interessant, wenn man sich mit den Texten auseinandersetzt. Und auch gerade bei dem Text über Patricia Jünger sehr interessant, wenn man über vielleicht Theater und wie werden Geschichten erzählt auch, wie wird darüber gesprochen, da auch nochmal ihre Kritik auch liest, dass sozusagen das Darstellen einer Leidensgeschichte einer Frau ist noch kein Feminismus. Also genau. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Mhm. Und das ist eine ganz deutliche Herausforderung, auch an KünstlerInnen, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Was ich noch an der Eurydike natürlich sehr, sehr besonders finde, ist schon, dass die Geschichte von Orpheus und Eurydike aus der Perspektive der Eurydike erzählt wird. Ja, absolut faszinierend finde ich auch. Und auch die Auseinandersetzung mit dieser Schattenexistenz. Ja, ja, also auch hier wieder eine Auseinandersetzung, glaube ich, mit einer Opfersituation, dass man auf der einen Seite sagt, ja, sie wird in diese Unterwelt verbannt oder sie ist, er schafft es, sie klagt ihn ja auch an und sagt, er schafft es nicht einmal, sich nicht umzudrehen, wenn ihm gesagt wird, das soll er tun. Also eigentlich ein Minimalding, das von ihm gefordert wird, nicht einmal das kriegt er hin. Und sie löst sich immer mehr auf. Ich finde aber spannend, dass in diesem Schlusstext, wo sie vom Nichts spricht und nichts ist sie mehr und mit den Händen und nichts, und es löst sich immer mehr auf. Und die letzten zwei Worte sind aber, ich bin. Und das finde ich sehr, sehr stark. Und also ich merke, ich habe den Text mit einer Studentin gearbeitet, das fährt mir richtig rein. Also dass in diesem Auflösungsprozess am Ende die Frau sagt, ich bin. Wobei ich aber vielleicht, wollen Sie dazu noch was sagen, was ich da auch noch hoch brisant eigentlich finde, auch methodisch übrigens. An diesem Eurydike-Beispiel ist, dass wie der Schatten definiert ist, weil du jetzt vom sozusagen, ein Schatten braucht ja immer einen Gegenstand oder eine Figur, die den Schatten wirft und in oder woher der Schatten überhaupt entsteht. Und in Jeleniks Text existiert diese Figur nicht, sondern der Schatten ist für sich gewissermaßen. Also das ist das Ich Bin. Aber es ist klarerweise auch ein Dreck, es ist, sie bezeichnet es im Text immer wieder mal als Dreck, als Nichts, als das, was nicht ist, weil es nur in der Funktion vom Orpheus gewissermaßen existiert. Wie haben Sie das gelesen? Ja, also da würde ich gerne aufgreifen, eben dieses Schattendasein. Ich muss dazu sagen, ich persönlich habe doch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Ansatz, den es sehr, sehr, sehr stark bei Frauenkünstlern gibt. Und ich spezifisch gendere ich jetzt nicht. Ich bin übrigens der Meinung, dass das Gendern auch eine große Gefahr birgt, dass man sich in dieses Sternchen in den Schatten begibt. die Idee, dass es zuerst einen Komponist gab und dann kommt dazu, ach ja, es gibt ja auch Komponistinnen, wir müssen uns immer daran erinnern. Eigentlich sehe ich das eher als, um weiterzudenken und mit Jeleniks Idee von zu arbeiten, dass sie quasi entdeckt oder uns bekannt machen möchte, in welcher Lage sich Frauen schon lange befanden und leider immer noch befinden, so eine Art Schattendasein, so eine Art Nichtigkeit, das hatte ich ja vorher schon ein bisschen angesprochen, dass es heutzutage
ist die Frau nicht mehr nichtig, kann nicht ignoriert werden, aber es ist dann doch oft irgendwie ein Negativum, in das die Frau hineingeschoben wird oder das sie bewältigen muss, wie irgendwie Chaos-Management oder so. Aber zurück zu diesem Schattendasein in der Musik. Das sehe ich als besonders spannend, wie Jelinek eben das uns eröffnet eigentlich, und sie gibt uns diese Möglichkeit, mit diesem Endsatz dann damit umzugehen, fast als Waffe. Und dieser Schatten hat ja auch, birgt eine Kraft in sich, birgt auch ein Machtverhältnis in sich. Ein Schatten kann ja auch Schatten werfen über etwas anderes, kann ja auch die Situation völlig verändern, den Spieß umdrehen sozusagen. Nicht, dass ich für so etwas wäre. Davor haben ja die Männer auch immer traditionell Angst, dass Feministinnen alle sie umwerfen wollen. Das wollen wir, glaube ich, nicht, sondern es ist eher Equalism. Aber um nochmal auf die Musik zurückzukommen, Sie hatten ja vorher meine Oper angesprochen, wenn ich darf. Das geht im Grunde genommen genau zu diesem Thema. Also das Opernprojekt ist in Arbeit, aber es wurde schon publiziert in meiner Doktorarbeit unter dem Titel Three Deconstructive Songs About Female Struggle and Empowerment. Und das ist inszenierter Liederzyklus für Bassbariton und Mezzosopran und Klavier, wo in der Tat das Klavier ein Akteur mit ist. Das ist auch eine interessante Idee, wie ich vorher angesprochen habe, die Pianistin, der Pianist war in dem Fall die Pianistin, nämlich ich. Da habe ich auch eine Ambiguität der Genderrolle eingenommen. Im ersten Lied war ich gekleidet mit 19. Jahrhundert Frauenkleidern, also mit Tütü-Rock, also Komik überschrieben, aber überdeutlicht. Aber es hatte dieses Image, und dann im dritten Akt bin ich mit schwarzem Federhandschuh unterwegs, um sozusagen zu einem Duell aufzufordern mit diesem Konzept der Aggressivität zwischen dem ewig Weiblichen. Das ist dieses Parallel, das ich ziehe. Ich schaue mir Bilder aus der Vergangenheit bis hin zur heutigen Zeit an, über Misshandlung von Frauen oder Missachtung von Frauen und Ignorieren von dem, was Frauen tun. Und das fällt auf und fiel mir auf in meiner Forschung, dass das doch viele Parallelen zur Kunst in der Gesellschaft aufweist. Und die Kunst ist ja auch immer die schönen Dinge, und es wird sehr oft dem Weiblichen angehaftet, obwohl dieser Geniestatus dann eben nicht den Frauen bevorzugt gegeben wurde, im Gegenteil. Aber die Kunstkonsumenten waren oft Frauen, und es ist wie ein Ornament der Gesellschaft, und die Frau wurde auch oft als Ornament der Gesellschaft gesehen, soll gesehen und nicht gehört werden. Würde das auch für die Avantgarden gelten? Das ist a can of worms, die ich jetzt nicht ganz öffnen möchte, aber in der Avantgarde, also da gibt es natürlich auch, ist eher Männer dominiert. Und das haben Sie vorher schon ja angesprochen, das ist eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg ganz stark, aber vorher schon ein bisschen diese Dividierung gab zwischen dem Performativen und der intellektualisierten Komposition in der Avantgarde, Art for Art's Sake, die dann immer mehr der Männerdomäne zugesprochen wurde, obwohl sich natürlich auch Frauen darin begeben, aber nur eine kleine Zahl. Ich bin nicht so sicher, was die Kleinheit der Zahl angeht.
Denn dieser Vorteil von Schatten hat natürlich eben genau auch der Vorteil, unbeobachtet etwas tun zu können. Und wenn ich mir die Pioniere der elektronischen Musik anschaue, die jetzt mal so langsam thematisiert werden, endlich mal, dann sind es erstens erstaunlich viele. Und das Zweite ist, dass sie hervor, das ist mir vorhin bei ihrem Vortrag eingefallen, die haben zunächst mal als Supportleistung in den Studios gearbeitet. Das heißt, sie haben die Kabel gesteckt und alles Mögliche. Und dann hat der Pierre Schaeffer gesagt, na gut, also wenn du da noch ein bisschen spielen willst, kannst du machen. Sobald ich aus dem Studio raus bin, kannst du das Studio haben. Ja, also so. Und das haben die gemacht. Und dabei Werke geschaffen, ziemlich viele, ziemlich große, die jetzt so langsam kommen. Das heißt, der Blick in den Schatten ist eigentlich die Aufgabe, die auch die Musikgeschichtsschreibung jetzt vielleicht hat, um dann eben zu schauen, was haben die gemacht, diese Pionierinnen? Die haben sich selber nicht als Heldinnen verstanden. Also heute werden sie so bezeichnet, aber das sind natürlich auch, was die Rhetorik anbetrifft, es geht schon auch immer dabei, wer setzt sich in der Öffentlichkeit durch, und dann brauche ich auch so bestimmte Labels, damit überhaupt jemand hinschaut. Und in der Avantgarde denke ich schon, es gibt dann immer diese berühmten Darmstädter Diskurse, und wer nicht in Darmstadt ist, ist aber auch 80% der männlichen Komponierenden auch nicht. Die zählen ja auch nicht dazu, weil dieser Diskurs ist extrem schmal. Ja, also muss man schon sagen, was dabei rauskommt. Und die Chancen, denke ich, haben doch sehr viele genutzt. Und wenn ich mir heute anschaue, die Kompositionsklassen, da würde ich nicht mehr sagen, dass sie männlich besetzt sind, auch nicht in der elektronischen Musik, weil die elektronische Musik sich ja auch sehr geändert hat. Das ist ja jetzt nicht immer nur das Britzeln oder das Negative oder das Weltall. Also das ist so in den 50er Jahren immer das Außerirdische, dann wird immer elektronische Musik eingesetzt und so. Oder wenn es gruselig sein soll, bei Kubrick oder sowas. Das ist ja vorbei. Was aber ganz wichtig ist, also ich hatte gestern wirklich einen absoluten Schock. Ich war hier im Haus der Musik. So gibt es 3 Stockwerke und dann gibt es noch ein Paradies, in das man nicht rein kann. Da werden die Philharmoniker, okay, gut. Dann haben wir im 2. Stock, es gibt unglaublich lustige Features, elektronische, für das Publikum. Also zum Beispiel kann das Publikum dirigieren. Da ist ein Live-Orchester auf der Bühne aufgebaut und das ist eine sehr anspruchsvolle Technik, das sofort umzusetzen und auch meine Handbewegungen so zu programmieren, dass das Orchester jetzt schneller oder langsamer spielt. Es ist, wenn man dann zu den Komponierenden kommt, dann kommt diese Meistererzählung, habe ich Haydn, Mozart, Beethoven, gut, Strauss, okay. Dann habe ich noch 2. Wiener Schule, dann kriege ich noch so ein kleines Komponierraster von Schönberg, sehr schön, der war ja ein super Bastler, der sich so einen kleinen Ständer gemacht, wo er dann die 12-Tonreihen in den Transpositionen hin und her schieben konnte. Es ist keine Eins, ist nicht mal von der elektronischen Musik die Rede, die aber den ganzen 2. Stock bestimmt. Da wird nämlich erklärt, wie Schallwellen entstehen, wie ich die beeinflussen kann, was Sägezahnschwingungen sind und so weiter und so weiter. Es kommt wirklich keine Frau vor, außer auf den Stuhllehnen in der Mozart-Abteil. Wunderbar, da sind so Stühle komponiert und dann sind immer die Fotos von der Mutter und der Schwester, bilden dann jeweils die Lehne, kann ich mich dann dranlegen. Wunderbar symbolisch. Ich habe auch mitgenommen ein Kochrezept von der Lieblingsspeise von Beethoven. Brotsuppe und Hecht. Und da denke ich, wenn wir anfangen mit Öffentlichkeitsarbeit, wer schreibt für so viel Geld so ein bescheuertes Programm, ja, was ausgestellt wird. Während ich da war, waren da auch noch 2 Schulklassen, die jetzt genau dieses alles wieder einatmen. Wir hatten in der ersten Sitzung die Frau Ostertag, die hat mir wirklich aus dem Herzen gesprochen, dass sie sagt, sie langweilt sich zu Tode mit unseren Spielplänen. Mhm. Und das ist ja genau das, dann gibt es wirklich die Dauerschleife mit irgendwas, was da abläuft, was sowas von weggehört schon ist, ja, dass man sagt, das ist eine Schande. Also wenn man anfängt, denke ich, das sind so, man muss ja an vielen Stellen anfangen, das ist vielleicht eine Stelle, wo man sagt, wir haben öffentliche Präsentationen, wer schreibt das aus und wer entscheidet, was da gemacht wird und wer da was machen darf, und dann zu sagen, bitte besetzt diese
Gremien doch wenigstens mal halbe oder wenigstens mal auch von Menschen, die davon was verstehen und die runter möchten, also die diese Ambiguität unterstützen und die uns davor bewahren, das jetzt so wieder an die Schulklassen weiterzugeben. Sie haben jetzt einen sehr schönen Übergang zu unserer letzten Runde gebaut, in der ich fragen wollte, wo Sie Auswege aus diesem, also Sie haben jetzt eh schon sehr schön in der Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel, wo es Potenzial gibt, ganz konkret in unseren Berufen etwas anders zu machen, genau in dieser Thematik, als Künstlerin, als Wissenschaftlerin, als Lehrende, als Forschende. In der Vermittlung auch natürlich. An den Universitäten spielt die Vermittlung eine total große Rolle natürlich. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das Potenzial in den Ausbildungen selber liegt. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man eine Schauspielausbildung leitet, dass man das Gefühl hat, man kann oder doch. Ich glaube, es ist das Gefühl, es ist mehr als nur eine Illusion. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man aus den Ausbildungen heraus Theater auch verändern kann, indem man anders ausbildet, indem man sich konkret überlegt, wen nehme ich überhaupt auf? Wie ist das Geschlechterverhältnis? Wie stehen wir auch zu Binarität, Non-Binarität, zu verschiedenen Kulturkreisen etc.? Das ist mal das eine. Also wer sind überhaupt unsere Studierenden? Dann die Studierenden in ein hohes Maß von Selbstermächtigung zu bringen und in ein hohes Maß von Bewusstsein darüber, wie Machtstrukturen funktionieren, sowohl in den Institutionen selber als auch in Texten auf der Bühne. Und tatsächlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was ich so toll finde an diesem Text von Elfriede Jelinek über Patricia Jünger, wo sie sagt, man muss eine andere Sprache erfinden. Also sozusagen, ich kann nicht im Dialog über die Unfähigkeit des Sprechens sprechen sozusagen, sondern ich muss eine neue künstlerische Formensprache, einen anderen künstlerischen Ansatz finden, um zum Beispiel tatsächlich über strukturelle Benachteiligung zu sprechen. Und hier Studierende zu ermutigen, ihre eigene Stimme zu finden, sie zu ermutigen, auf der einen Seite natürlich Handwerk kennenzulernen. Ich bin eine große Freundin von Handwerk, aber dieses Handwerk zu nutzen, um eine eigene Sprache zu entwickeln, um selber herauszufinden, was will ich erzählen und wie will ich das erzählen. Und natürlich auch eine sehr enge Zusammenarbeit und selbstkritische Auseinandersetzung des Kollegiums selbst. Also, dass man wirklich darauf achtet, dass man in künstlerischen Prozessen nicht seine eigenen Ideen über das Haupt der Studierenden drüber schüttet und wieder in einen alten Geniegedanken zurückkippt, wie wir ihn vorhin formuliert haben, sondern tatsächlich in den Ausbildungen selber den Studierenden auch den Freiraum zu geben, sich auszuprobieren und neue Erzählweisen zu erfinden. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch möglich. Also da kann sich auch niemand verdrücken oder sagen, ja, in den Ausbildungen müssen wir aber das so und so machen, um irgendwie einen Lehrplan zu erfüllen. Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ja, da schließe ich mich auch an. Ich bin eine große Verfechterin der Freiheit des Individuums. Und spezifisch, das Individuum ist nicht gegendert. Das Individuum ist ein Mensch, egal ob Frau oder Mann, binär oder non-binary oder trans, oder welche sexuelle Orientierung man hat oder ob man keine Information dazu abgeben will. Also es ist irgendwie wie so ein Crescendo im 20., 21. Jahrhundert von Kategorien, die jetzt durch die Selbstermächtigung der an den Rand gedrängten Gruppen aber zu noch mehr Kategorien geführt hat, was natürlich die Möglichkeit wiedergibt, für bestimmte Machtstrukturen diese Kategorien in den Schatten zu werfen oder solche Sachen, solche Sätze zu hören wie, aber es geht uns doch nur um die Qualität. Es geht, wir wollen nicht jemand bevorzugen, nur weil wir eine Kategorie, die subaltern ist, nach oben heben wollen.
Dieser Satz in sich ist ja eigentlich schon inhärent potenziell problematisch, wie er gemeint ist. Wo ist dann der wo geht es dann hin? Genau, der Ausweg wäre Befreiung vor dieser alten Struktur, die wir aber auch natürlich mitlernen. Also im Musikbereich, in meinem Studiengang besonders, es ist natürlich schon so, dass die Studierenden mit 10, 20 Jahren Ausbildung quasi auf dem Rücken schon herkommen. Also wenn Sie, sagen wir mal, eine Studentin, ein Student ist 19, 20 Jahre alt, dann kann es sein, dass die Person mit 5 Jahren angefangen hat, Klavier zu lernen und da schon im schlimmsten Fall indoctrinated wurde oder auf jeden Fall schon im frühesten Alter diese alten Kompositionen eben gelernt hat und über die wahrscheinlich im allermeisten Fall, 80% der Fall, in so einem Art Meister-Mythos gelernt hat. Und ich fühle es meine Aufgabe, Studierenden auch anzubieten, in sich selber reinzublicken, zu schauen, was gibt es alles in mir, was gibt es außen, was gibt es an Experimenten, wie kann ich meine eigene neue Sprache schaffen. Ich arbeite sehr viel mit Improvisation. Das ist ja, da muss ich sagen, die KollegInnen bei der Schauspielabteilung sind natürlich schon und bei Tanz auch, sind schon viel weiter in diese Richtung fortgeschritten. In der Musik ist dieser Genie-Status eigentlich viel mehr da, auch wenn er vielleicht abstrakt ist, aber wir sind doch noch ein bisschen unter diesem Schirm von der alten Struktur. Es ist einfach wichtig, Studierenden zu vermitteln, dass sie die Gelegenheit haben, von Prüfungsprogrammen bis hin zur echten Welt in Konzertprogrammen sich zu öffnen, andere Stile zu spielen, Werke von Frauen, Werke von Männern, Werke von Nicht-Europäern zu spielen oder auch gemischt neue Strukturen zu schaffen. Es muss nicht immer das Klavierrezital sein, wie Sokolov so gerne macht mit Licht aus und alles in dem Dunkeln und er geht so auf die Bühne. Das kann man mal machen, Inszenierung. Aber man kann auch, oder Frau kann auch Kammermusikkonzerte machen, gemischt mit SängerInnen, mit SchauspielerInnen, mit TänzerInnen. Das wird vermehrt gemacht. Und es ist wichtig, diese ganze Freiheit, diese ganze Bandbreite der Möglichkeiten zu vermitteln. Möglichkeiten, die nicht im männlichen Narrativ entstanden sind. Ja, das ist schon im Prinzip das Programm, was man aufspulen kann. Ich denke, wir müssen an allen Stellschrauben weitermachen. Vor 20 Jahren gab es eine Untersuchung von einer Doktorandin von mir über den Frauenanteil in Orchestern. So, das hat sich doch ziemlich interessant geändert. Ähnlich Dirigentinnen. Es ist vor 10 Jahren noch eine Arbeit erschienen, die gesagt hat, das letzte Bastion sozusagen der Männerwelt sind die Dirigentinnen. Wir sind aber gerade dabei zu sehen, dass sie sich doch auch durchsetzen. Hinzu kommt bei den Spielplänen natürlich ein psychologischer Abwehrreflex. Und den kann ich mir sehr gut erklären, weil der mich selber auch betrifft. Wenn ich mit Musik umgehe, die ich als Kind gelernt habe oder die mich mein Leben lang schon begleitet, bevor ich in die Hochschule eintrete, dann habe ich ein sehr starkes emotionales, das hat mit meiner Geschichte was zu tun. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, du spielst jetzt kein Brahms mehr, ja, oder du spielst jetzt kein Chopin mehr, lass mal diese ollen Kerle mal alle weg und jetzt spielen wir mal was ganz anderes. Man kann aber innerhalb der Ausbildung sowohl auf der pädagogischen Ebene als auch in der künstlerischen Ausbildung natürlich dieses Angebot erstmal erweitern. Nach meiner Erfahrung funktioniert das am einfachsten in Barockmusik, weil die Barockmusik für sich ja nicht diesen Anteil hat von das geniale Ich drückt sich aus, ja, sondern sie hat natürlich bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.
die Menschen wissen es gar nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist, weil es einfach dieses Kriterium nicht gibt. Und dann fängt man an und arbeitet mit den Stücken ganz selbstverständlich in den Vorlesungen. Und dort und dann, ja, dann setzt man andere Zeichen. Also ich glaube, man kann an all diesen Schrauben anstellen. Ich würde aber immer wieder auch sagen, institutionell, wir müssen darauf bestehen, dass paritätische Besetzungen wenigstens da sind. Also dass Menschen in diesen Gremien sitzen, die jetzt nicht einfach ihre Macht ausüben und das durchdrücken, was sie selber toll finden, sondern damit hier auch auf dieser Ebene, also wir müssen eigentlich auf allen Ebenen tatsächlich das machen. Und die in der Bundesrepublik Deutschland gibt es diese gefährliche Sache, die Sie vorhin angesprochen haben. Wir haben diese Gender-Studien ausgelagert eigentlich von der Universität in Gender-Institute. Diese Gender-Institute sind zumindest auf der deutschen Ebene oft von der Stiftung getragen. Das heißt, die Verstetigung, dass sie wieder eingegliedert werden in die Hochschule, zum Beispiel in Hamburg, ist ganz schlicht und einfach gefährdet. Jedes Mal, wenn eine Professur ausscheidet, heißt es dann ja, okay, wird die noch weiter privat bezahlt? Okay, wenn nein, dann nicht. Also wir haben sehr viele Ebenen, wo man sagen muss, also hallo, Gender ist jetzt nicht das Sondermenschenprogramm, sondern das sind wir alle. Und das gehört dann tatsächlich hinein. Und es gehört nicht dazu, dass man noch eine Anthologie vielleicht von Frauen ist, auch wichtig. Ja, ich habe hier auch entdeckt, es gab hier in Wien eine Dirigentin, Josephine Weinlich, die hat ein Frauenorchester gegründet, 1868, ist sogar im Musikverein aufgetreten, hat aber all das, was wir in der letzten Sektion an Ablehnung besprochen haben, sprachlich erfahren. Also sie wurde demotiviert, immerhin. Aber sie hat dann ein europäisches Damenorchester gegründet. Mhm. Es ist schon wichtig, auch solche Geschichten zu kennen, weil bei allen diesen Biografien steht immer drin, dies war die erste Frau, die eine Fuge geschrieben hat. Nein, Fanny Hensel war nicht die erste Frau, die eine Fuge geschrieben hat. Vielen Dank allen dreien Kolleginnen. Herzlichen Dank. Und ja, da gibt es unendlich viel weiter zu diskutieren. Dankeschön. Vielen Dank für diese sehr interessante Diskussion. Wir werden nun eine kurze Pause einlegen, bevor wir zum zweiten Teil des heutigen Abends übergehen. Wenn Sie möchten, können Sie sich gerne beim Eingang auch noch für den Newsletter eintragen und sich kurz erfrischen. Bitte seien Sie um 5:06 wieder da, damit wir 5:07, 5:06 wird schwierig. Bitte seien Sie um 5:07 wieder da, damit wir pünktlich mit dem zweiten Teil starten können. Dankeschön.
Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres heutigen Programms. Ich freue mich, Mel Stein und Christina Czernitz auf dem Podium begrüßen zu dürfen, die nun im nächsten Programmpunkt, da war ich wohl zu konform, die nun im nächsten Programmpunkt ihren Workshop zum Thema Intimität und Gewalt auf der Bühne präsentieren werden. Der Workshop hat Studierenden die Möglichkeit geboten, sich über ihre Erfahrungen sowie mögliche Ängste in der Darstellung intimer Szenen auszutauschen, sowie in praktischen Übungen zu lernen, wie solche Szenen bühnengerecht angeleitet und dargestellt werden können. Ich darf Ihnen die beiden Vortragenden noch kurz vorstellen. Mel Stein hat nach einer klassischen Tanzausbildung musikalisches Unterhaltungstheater in Wien studiert. Bis 2001 betätigte er sich als Sänger, Tänzer und Choreograf, so wie ich weiß auch noch immer. Danach folgte eine Ausbildung zum Bühnenfechtmeister. Er lehrt Bühnenfechten, Bühnenkampf, Atem- und Körperschule und Körpertraining an der MUG. Christina Czernitz ist derzeit studentisch wissenschaftliche Hilfskraft an der MUG und studiert im Bachelor Sologesang. Herzlich willkommen. Danke sehr. Alles gut? Ja, alles gut. Schönen guten Abend. Wir sind hier, wie schon so nett anmoderiert wurde, um über unseren Workshop zu sprechen, um deinen Workshop, den du mit uns gemacht hast. Ich darf ein bisschen was zur Entstehung kurz sagen. Die Idee kam eigentlich aus dem ZWF, aus dem Zentrum für Wissenschaft und Forschung der MUG. Und zwar war das Ziel, möglichst in diesem Semester noch was anzubieten für die Studierenden, sei es ein Workshop, ein künstlerisches Projekt, möglichst eben für die Studierenden in der Gesangsabteilung. Da kam ich dann zum Zug als Mitarbeiterin und Gesangsstudierende. Ein Gespräch kam zum anderen und die Kollegen waren ganz begeistert. Der Kurs war voll. Ja, genau. Ja, war sehr gut besucht. Und vor 2 Wochen haben wir uns da getroffen in 2 Workshop-Teilen. Und vielleicht magst du kurz erzählen, wie das gegliedert war. Ja, also grundsätzlich mal war das Anfangsgespräch um Intimitätscoaching für Studierende der Bühnenstudiengänge, in dem Fall explizit der GesangsstudentInnen. Wir haben das Ganze gegliedert in einen theoretischen Teil, einen Nachmittag mit 2 Stunden, wo wir im Prinzip über Erfahrungen gesprochen haben, die die Studierenden gemacht haben oder machen mussten, leider Gottes. Und die bekamen dann einen Arbeitsauftrag für den übernächsten Tag, eben das auch mal versuchen zu formulieren, was ich schon einen ganz, ganz tollen, mutigen Schritt gefunden habe. Wenn man die Sachen mal anspricht, darüber schreibt, ist es ein erster guter Weg. Und wir haben dann diese auszugsweise natürlich nur, das war wirklich ein riesen Fragen- und Ängste-Katalog, der da zustande kam. Wir haben das Ganze dann angefangen aufzuarbeiten, zu besprechen und sind dann in erste praktische Übungen gegangen, wie man intime Szenen arbeiten kann, um möglichst das Angst, das Verletzungspotenzial gar nicht entstehen zu lassen. Also darum geht es ja grundsätzlich. Das heißt, dass wir, wenn wir diese intimen Szenen oder Gewaltszenen erarbeiten, sollte es immer so passieren, dass die Darsteller, die Darstellerinnen in einem angstfreien Raum sind. Das heißt, dass es in einem kleinstmöglichen Team gearbeitet wird. Im Idealfall, wenn wir jetzt an eine Zweierszene denken, die beiden DarstellerInnen plus eben einen IC, einen Intimitätscoach, einen Intimitätskoordinator. Und da wird das Ganze erstmal besprochen. Da wird durchgegangen. Das heißt, im Film läuft es zum Beispiel so, dass der IC schon Vorgespräche mit der Regie, mit dem ganzen Team hat, bevor mit den Darstellern gearbeitet wird. Die werden dann beiseite genommen, man arbeitet sich langsam und erst wenn das Ding steht, wenn die sich alle sicher fühlen, dann kommt wieder ein Teil des Produktionsteams dazu. Was heißt das für das Theater? Da sind wir leider noch nicht so weit. Also im Film
sind Sie etwas schneller damit. Ich glaube, in Zürich gibt es inzwischen einen IC-Fix am Haus. Und das wäre so... Royal Opera House in London. Royal Opera House, ja, stimmt auch. Genau, und da wäre eigentlich das Ziel, dass wir da langsam hinkommen, dass das selbstverständlich werden sollte. Ich kann mich noch gut an die Reaktion der Studierenden erinnern, so am Anfang von Workshops, so was, das gibt's. Also es gäbe theoretisch die Möglichkeit, das Schritt für Schritt in einer richtigen Wohlfühlatmosphäre zu erarbeiten. Das war mal so, oh wow, interessant, wussten wir nicht. Und ich weiß selber noch, ich war sehr überrascht, dass wir mal 2 Stunden nur mit Reden verbracht haben. Aber das hat es gebraucht. Also die Workshop-Teilnehmer haben sich da, also du oder wir haben das dann geschafft, da Gesprächsatmosphäre zu kreieren, wo sich jeder wirklich öffnen konnte. Auch das Erlebte mal einzuordnen. Wer möchte, konnte was erzählen. Aber das Wichtige war, das auch einzuordnen, dass man sich mal so, da werden wir beim Grenzen setzen. Genau. Wir haben uns ja auch darüber unterhalten, wo Grenzen sind, dass vielleicht die bei mir anders aussehen als bei jemandem anders. Das kann ich mich gut erinnern. Und dieser erste Workshop-Teil, dieser Gesprächsteil hat in uns allen fest nachgearbeitet, sage ich mal. Also wir sind da auf jeden Fall verändert rausgegangen aus diesem Gespräch, einfach weil wir mal festgestellt haben, was ist Intimität überhaupt? Also sowas Banales wie so, also Berührung an den Haaren ist ja nichts Banales. Also man denkt vielleicht nicht so drüber nach, aber wenn ich plötzlich jemandem in die Haare greife, das ist eigentlich schon, das muss ich schon sehr nahe. Also was ist alles überhaupt Intimität und was möchte ich, möchte ich vielleicht auch auf der Bühne darstellen. Das war für mich sehr schön, mit den Kollegen gemeinsam zu sehen, dass wir ja gerne das möchten. Also wir möchten gerne Nähe auf der Bühne darstellen und diese Szenen auch darstellen. Es gibt auch die Bereitschaft, weil es das Werk das beinhaltet und weil es das die Geschichte braucht, auch so Szenen wie eine Vergewaltigung darzustellen. Aber wir sitzen halt dann alle da und sagen, ja, wie? Und oft hört man dieses berühmte, ja, machen Sie mal, bieten Sie mal was an. Und da sind wir dann mit einigen Fragen auf dich zugekommen, wie man das umgehen kann. Also sowieso, welche Vorarbeit da passieren kann, aber auch, wie man da reagieren kann. Bieten Sie einfach mal was an. Ja, also im Prinzip, was mich am meisten erstaunt hat, gerade am ersten Workshop-Tag, was die Studierenden schon erleben mussten, was da schon alles an Erlebten offenbart wurde. Und das, ich meine, es ist jetzt ein toller Prozess, der da auch durch die ganze MeToo-Bewegung losgetreten wurde, wo auch ein Berufsfeld geöffnet wird, Gott sei Dank, wo man den Mut hat, Sachen anzusprechen, wo man auch und das ist immer jetzt wieder in dem Thema, was wir vorher hatten, es muss in der Ausbildung etwas passieren, es muss in der Ausbildung die Sichtweise auch geändert werden, auch hier zu sagen, nein, ein Nein muss man akzeptieren lernen, nämlich auch von der Seite quasi der Inszenierung her, von der Regie her, auch einmal zu sagen, okay, worum geht's, wie können wir das erarbeiten? Also sowohl von der Darstellerseite sagen, okay, wer hilft uns, damit wir das so auf die Bühne bringen, wie sich die Regie das vorstellt und wir trotzdem sicher sind dabei. Und das ist das, was ja bislang immer vernachlässigt wurde, ja, dieses Sicherheitsgefühl. Man kennt es aus wenn ich eine Gewaltszene habe, eine Kampfszene, da wird jemand geholt, der macht es meistens. Ja. Hoffentlich. Bei Liebessachen, bei Intimität, macht mal. Ja, und das ist ein Machtmissbrauch. Dieses Macht mal ad hoc ist genau das, was sich dann einbringt. Und da reicht oft ein falscher Handgriff, da reicht eine falsche Aktion. Und das dauert Jahre, bis man das verarbeitet. Und das fand ich sehr interessant zu beobachten. Allein diese 2 Stunden gemeinsames Gespräch
haben, glaube ich, für alle Teilnehmer eine wichtige Frage geklärt, nämlich dieses, ja, was ist, wenn ich dann aber so als schwierig gelte? Oder was ist, wenn ich das nicht, was passiert, wenn ich Nein sage? Was passiert, wenn ich auf der Bühne stehe und sage, nein, für das hätte ich jetzt aber gerne einen Coach oder für das hätte ich gerne Zeit. Und also, es gibt keine Zeit, es gibt kein Budget, das machen wir jetzt. Und dass man dann nicht schwierig ist, nur weil man das quasi über sich ergehen lässt, sondern dass man dann sagen kann, naja, im Sinne der Professionalität würde ich das einfach gerne gut machen und gut mir erarbeiten, sodass das auch dann in einer, es muss ja alles in der Wiederholbarkeit kommen. Also die Produktion wird ja meistens öfter gespielt. Da muss es ja auch möglich sein, dass ich das nicht jedes Mal über mich ergehen lassen muss oder dass jemandem anderen quasi antun muss, sondern dass wir da gemeinsam eine schöne Szene draus machen. Und genau. Ich würde mal ganz gerne, wir hatten ja vorher ganz am Anfang dieses wunderbare Wort der Choreografie. Ja, und ich glaube, egal für welchen Bereich man diese Choreografie nimmt, es ist immer für den Moment dieses Sicherheitsnetz, in welcher Weise es auch immer verwendet wird. Es gibt einem ein Gefühl der momentanen oder der jetzigen Sicherheit. Darum verwendet man Choreografien grundsätzlich. Ob das jetzt im Tanz ist, ob das für eine Szene ist, ob das für einen politischen Auftritt ist. Das ist einfach dieses Gerüst der Sicherheit, in dieser Choreografie bewege ich mich. Das kann man natürlich so nutzen oder wir können es für uns positiv benutzen. Ja. Jetzt wirf ich gleich das ein, was auch eine Workshop-Teilnehmerin sofort eingeworfen hat, die gesagt, ja, aber Choreografie heißt ja erst recht wieder, dass das jetzt auf Knopfdruck folgen muss. Ja, das wird dann auch erfolgen, wenn wir uns das Ganze in einem gemeinsamen Schaffungsprozess, in einem gemeinsamen Ausloten, in einem gemeinsamen Kennenlernen, dieses Näherkommens, des Miteinanderarbeitens, wenn wir da uns das erarbeitet haben, dann wird das so gehen. Dann wird es auch automatisiert sein. Das heißt, ich bin dann aufgrund dessen, damit ich weiß, okay, die Hand meines Partners geht dahin, wo es abgesprochen ist und nicht vielleicht irgendwo hin und hoppala, das ist passiert. Das wird nicht stattfinden. Und genau darum geht es. Das heißt, dann kann ich frei sein, dann kann ich mich frei fühlen in der Szene und dementsprechend agieren. Und eben nicht in der Panik, wo greift er heute wieder hin? Und meistens ist es ja so, das muss man leider auch sagen, diese Übergriffe passieren zu, ich sage mal grob 98% von den männlichen Kollegen. Beabsichtigt oder unbeabsichtigt? Naja, hatten wir auch im Workshop ja, ich meine, von einem Kollegen, der gesagt hat, das war mir einfach nicht bewusst, dass das in der Situation zu viel war. Und genau dafür wäre eigentlich auch ein Intimitätscoach da, oder jemand in der Regie da, der das sozusagen supervised. Genau. Genau, also meine IC ist im Prinzip so lange da, von der Vorbesprechung über die szenische Erarbeitung, im Idealstfall, wenn jemand am Haus ist, bei jeder Vorstellung, wo das wieder auf die Bühne kommt. Und sollte uns so jemand nicht zur Seite stehen, haben wir jetzt im zweiten Workshop-Teil einiges gelernt, an Handwerkszeug, wie wir uns selbst behelfen können. Genau, weil wie gesagt, im ersten Teil ging es ja mehr um das Einordnen und die gedankliche Vorarbeit, die Gesprächsvorarbeit. Aber im zweiten Teil ging es einmal darum, wie können wir überhaupt Nähe herstellen? Weil es war auch tatsächlich im Raum so, obwohl wir Studienkollegen unter uns waren, wir haben uns teilweise nicht gekannt. Und das war eigentlich ganz nett, also dass man gleich Pärchen bilden konnte, so wie es in der Praxis ist. Man lernt sich quasi auf der Probebühne kennen und muss jetzt Nähe herstellen. Und da hast du uns einige tolle Kniffe gezeigt, wie man das machen kann. Ja, da würde ich jetzt zum Beispiel interessieren, was war für dich der tollste Kniff? Wir haben eine Mehrzahl an sehr einfachen, gerade für den Erstkontakt, den wir, also auch den physischen Erstkontakt. Mhm. Wo entsteht davor wäre eigentlich sogar noch der Blick. Das fand ich sehr spannend. Ich finde halt einen Blick auch sehr physisch. Ja, ja, dass man zum Beispiel da einfach quasi Blicke abstoppen lassen kann vor sich. Also das ist wie so, ist eher was Mentales,
dass man einfach sagen kann, ich bin ein Plakat. Ich glaube, Plakat hast du es genannt. Oder eine Leinwand, ja. Ich kann von mir also eine Schutzleinwand, einen Vorhang ziehen. Also man kennt das Gefühl, einen unangenehmen Blick auf sich zu spüren. Ja. Jetzt kann ich mich entweder abwenden, das geht in der Situation vielleicht nicht, aber ich kann für mich diese Leinwand, diese Schutzwand vor mir ziehen. Ja, wir haben halt quasi das auch trainiert, also jemanden einfach nur als Bühnenpartner anzusehen, als die Figur auf der Bühne oder jemanden privat anzusehen. Und das war ganz, ganz ein anderes Gefühl. Aber was ich fast am spannendsten fand, waren noch zwei Dinge. Etwas, das mir zuerst ganz unsinnig vorgekommen ist, so wie so ein unnötiger Zwischenschritt. Aber das ist so beim Berühren und berührt werden, die Hände ineinander zu verschränken. Also davor noch die zweite Sache, dass quasi, wenn ich berührt werde, das war, finde ich, fast der beste Kniff, wenn ich diejenige bin, die berührt werde, was ja ich als Frau durchaus öfters in der Rolle bin, ne, dann führe ich die Hand zuerst. Also beim Endprodukt auf der Bühne, dann darf das gern an mir passieren, aber wenn wir das erarbeiten, nicht mal da, dann nehme ich die Hand vom Partner, sondern die Hand vom Partner legt sich zuerst mal nur auf meine Hand und ich führe ihn dorthin oder sie, wo es hingehen soll. Und dann dieser... Also nicht nur, wo es hingehen soll, sondern wo es hingehen darf. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Das hingehen soll ist immer so eine nette Formulierung. Das hingehen darf, glaube ich, dieses darf dürfen, wohin, wo oder wie, an welcher Region darf ich mit dir arbeiten und wo darf ich nicht. Und das muss eine Selbstbestimmung sein. Ja, wir können uns die Wege hin erarbeiten, dass wir das Bild dann vervollständigen, was die Regie sehen will, aber der Weg dorthin muss über die Darstellerin passieren. Wie gesagt, dann gibt es noch so diesen Zwischenschritt, bevor dann der Kollege oder die Kollegin mich berührt, weil wir schon wissen, wo es hingeht, verschränkt man die Hände ineinander. Also das ist so eine Mischung zwischen ich führe das selbst und der andere kann schon mal hinspüren. Und es war dann sehr anders, wenn das Haut auf Haut war. Also so eine Berührung an der Kleidung ist jetzt nicht so intensiv, aber wenn das in der Szene ist mit Haut auf Haut, dann macht dieser Zwischenschritt wirklich Sinn. Einfach um die Nähe zum Partner aufzubauen, den man ja nicht kennt. Und dann spielt man höchst intime Szene. Das war sehr, für mich sehr, sehr hilfreich. Genau. Was sehr hilfreich war, weil man das sonst nie irgendwo lernt, ist einfach, wie man Sexszenen auf der Bühne stellt, wie man das macht. Also im Prinzip geht es darum, eine Position zu finden, anhand des Bildes, das entstehen soll, wo man über Körperanker arbeitet. Das heißt, ich habe nie ein Becken auf Beckenposition. Ich habe immer eine Verankerung über den Oberschenkel, zum Beispiel in so einer Situation. Das heißt, wie kann man es körperlich so abfangen, dass es nicht den privaten Körper der Kollegin, des Kollegen betrifft? Also den versuchen wir in den Choreografien herauszuhalten. Wir versuchen nicht in den privaten Bereich einzugehen, sondern wir versuchen es so zu handhaben, dass es ja technisch ist, in Folge aber spielbar wird. Das war nur sehr hilfreich, weil wir hatten halt das Gefühl so gegen Ende vom Workshop, jetzt geht's richtig ans Eingemachte mit so, wie küsst man sich auf der Bühne und wie spielt man so eine Szene im Bett oder was auch immer miteinander. Das war so, okay. Aber ich finde es wirklich toll, dass wir die Zeit genutzt haben, um das mal zu machen. Also der wollte, konnte es mal ausprobieren. Dann wie findet man diese Körperanker? Genau, weil es ja darum geht, wenn einem das vom Produktionsteam nicht zur Verfügung gestellt wird, dass das jemand choreografiert, dass jemand zur Seite steht, dass man sich selbst helfen kann. Genau, das haben wir auch immer wieder aufgekommen während des Workshops. Also Kommunikation ist sowieso die Basis von allem. Kommunikation ist alles. aber das war sehr, sehr wertvoll für die Kollegen. Was auch so ein ganz großes Thema war natürlich auch, dass natürlich, wir sprechen jetzt von eurem Studiengang auch, hauptsächlich, dass natürlich auch da oft gearbeitet wird, wenn du Nein sagst, wirst du ersetzt, du bist austauschbar.
Das ist, nur weil man Nein sagt, ist man nicht austauschbar. Also das, aber ich glaube, von dem müssen wir uns verabschieden können auch, dass eben dieses Nein kein Kompliziertsein bedeutet, sondern ein professionelles Arbeiten verlangt. Ich glaube, das war auch. Und macht mal ist nicht professionell. Macht einfach mal. In diesem Bereich jetzt. Es gibt natürlich Bereiche, da kann man mal über die Improvisation reingehen. In einen Intimbereich gehe ich nicht über die Improvisation. Das funktioniert nicht. Und für viele die wahrscheinlich wichtigste Erkenntnis war, dass man, glaube ich, diese Selbstbestimmtheit auf der Bühne nie verlassen sollte. Also durch dieses macht's einfach mal, bietet's mir mal was an, das ist so ein bisschen Fake-Selbstbestimmtheit, weil quasi ihr macht eh einfach mal was. Wie soll ich das formulieren? Man fühlt sich ja eher unter Druck gesetzt, dass man jetzt was machen muss und man weiß nicht, wo das hingehen soll. Und da fühlt man sich eigentlich nicht, fühlt man sich nicht so wohl. Und das war sehr, sehr wertvoll, dass man dann ruhig irgendwie so, man muss ja nicht sagen, nein, so kann ich nicht arbeiten, ich gehe. Man kann man auch machen. Aber wir haben so die Gesprächsszenen ein bisschen durchgespielt, also wie man einfach antworten kann im Sinne von einer professionellen Zusammenarbeit. Und das, finde ich, wäre auch, um das etwas gegen Ende zu einem Resümee zu bringen, wir sind ja quasi auf einem Forschungssymposium, das wäre auch quasi die Forschungsfrage, also wie verändert das mein künstlerisches Endprodukt, meine künstlerische Leistung, wie verändert das die Qualität der Produktion, wenn da Intimitätscoaching gemacht wurde, wenn das Schritt für Schritt erarbeitet wurde? Also einerseits, wie verändert es die Szenen, aber wie verändert das mein Singen zum Beispiel als Künstlerin? Genau, weil wir haben auch festgestellt, man ist der beste Künstler, die beste Künstlerin, wenn man angstbefreit ist. Also nur wenn wir angstbefreit sind, können wir unsere beste Leistung geben. Und alles, was Angst provoziert, was irritiert, wollen wir ja eliminieren. Und das sollte eigentlich das Ziel vom gesamten Produktionsteam sein. Einfach um dann das bestmögliche Produkt dem Publikum zu präsentieren. Vielen herzlichen Dank für diese Präsentation und die Einblicke in den Workshop. Gibt es Fragen an die beiden Vortragenden? Ganz dringend habe ich eine Frage. Aber ich bin absolut unwissend. Ich höre zum ersten Mal, dass es sowas gibt. Ich habe keine Ahnung. Gibt es ein Theater? Wie gesagt, ich weiß es jetzt nur von einer Fixstelle in Zürich und am Royal Opera House in London. Und was ich, also das ist einmal das eine, also Sie müssen voraussetzen, dass ich absolut null. Das wissen viele im Theaterbereich, das nicht, dass okay. Es das gibt. Also ich kenne mich überhaupt nicht. Und ich fand interessant, das will ich Ihnen nur als Feedback geben, dass ich die ersten 10 Minuten nicht wusste, ob Sie von privater Intimität oder professioneller sprechen. Das war mir nicht klar. Ich wollte schon unterbrechen und fragen, meinen Sie jetzt, wenn sie sich privat begegnen oder so. Und dann haben sie aber gesagt, also es hängt mit Darstellung mit ja, zusammen. Ja. Also okay. Quasi Intimität und Gewaltdarstellung auf der Bühne. Um das geht's. Nicht das. Um nicht wenn ich jetzt, nicht wenn sie von einem Kollegen angehen. Das hatten wir schon als Thema auch drinnen. Oh ja, genau darum geht's. Und genau, um das zu vermeiden. Aha. Okay. Also es geht auch darum. Aber gar nicht auf der Bühne oder im... Naja, schon auch auf der Bühne, aber ich habe auch die Situation, wie wurde früher oft gearbeitet, das wurde nie auf die Probebühne gestellt. Oder macht sich das in der Kantine aus oder macht sich das in der Garderobe aus? Das ist eine szenische Arbeit und das hat in einer Garderobe nichts verloren, das gehört auf eine Probebühne. Okay, und dann habe ich noch eine Frage oder ich habe was einfach gedacht dazu. Schützt nicht der Kunstraum Bühne? Nein. Danke. Automatisch ist eine Form, in der ich mich
Aber es ist leider Gottes eine Form, die so eiskalt ausgenutzt wird. Wirklich wahr? Ich würde das immer als... Aha. Da sind wir wieder, was Sie vorher so schön gesagt haben, wo sind wir im Machtgefüge, wo sind wir in der... Ja, aber wenn ich jetzt, ich weiß nicht was, die also, Räuber spiele, gut, da gibt es ja... Idealvorstellung. Aber der Unterschied, und das ist ja auch das Schwierige in dieser ganzen Thematik, und deswegen ist es irgendwie gefühlt erst so im Werden, im Bewusstsein, es vermischt sich sehr schnell das Private mit dem Beruflichen. Auf der Bühne. Also die Grenze zwischen meinem privaten Körper und meinem Körper auf der Bühne ist ja sehr eng beieinander. Das finde ich das Interessanteste. Und das, ja, das... Das ist so. Das ist tatsächlich so. Also das kann ein und dieselbe Berührung sein, die ganz unproblematisch ist, weil das mir in der Figur passiert. Ja. Das kann aber höchst problematisch sein, wenn meine Kollegin mich plötzlich auf den Nacken küsst, obwohl wir das in der Szene nie besprochen aber haben. Aber man spürt doch gleich, dass das jetzt... Und es kann sein, dass es für mich total in Ordnung ist, weil es in der Szene so entsteht, aber es kann auch sein, dass ich sage, was macht sie denn da? Und jetzt muss ich aber singen. Und ich bin ja eigentlich da auf der Opernbühne und ich soll ja eigentlich meine Rolle nicht verlassen. Und man kann es auch runterbrechen, zum Beispiel, was wir in der Anfangssequenz hatten mit der Ohrfeige. Ja, die kann, so wie es jetzt ist, technisch gelöst sein, die klingt gut, die tut nicht weh. Und es kann eine Ohrfeige sein, die mich privat trifft. Und das wird wahrscheinlich eher etwas in mir, sogar etwas Nachwirkendes haben. Auch in der Arbeit für die nächste Vorstellung. Und darf ich noch was fragen? Wie ist man denn früher damit umgegangen? Stell dich nicht so an. Das kann ich vielleicht durch eine Anekdote ergänzen. Die Clara Schumann schreibt, dass sie immer zwischen sich und den Personen, mit denen sie zusammen musiziert, einen Stuhl stellt. So dass derjenige, der übergriffig wird, erstmal auf den Stuhl fällt. Aber es ist schlimm, wenn es so weit kommen muss, dass ich einen Stuhl dazwischen stellen muss. Und ist in der Situation ja auch nicht möglich. Ich muss ja auf der Bühne in der Szene miteinander agieren. Genau, vielleicht. Ganz kurz auf du, ist die Form nicht eine Form, die schützt? Ich glaube, zweierlei. Natürlich kann eine künstlerische Form schützen, wenn sie als solches gebaut wurde. Aber andersrum, und ich meine, da gibt es unzählige Anekdoten, aber natürlich innerhalb einer Szene, gerade wenn sie dann schon auf der Bühne oder einer Probe stattfindet, kann eben, wie eben beschrieben, eine Figur ja oft eben nicht ihre Rolle verlassen. Und dadurch ist zum Beispiel eine Hand, die auf den Busen gelegt wird, obwohl es der Vater ist, gegenüber der Tochter, rollentechnisch mit der Szene nichts zu tun hat. Ich kann ja nicht eruieren als Schauspielerin, ist das gerade absichtlich oder nicht? Passiert ihm das? Ist das jetzt gerade ein Übergriff oder nicht? Also es ist unfassbar komplex, das in der Situation dann zu thematisieren. Und insofern ist das, glaube ich, also passiert sehr schnell. Und das ist ja auch, das wissen wir, das ist gang und gäbe gewesen. Das ist nicht passiert, das wurde gemacht. Das ist ja nicht passiert. Ja? Und genau deshalb gibt es eben dieses Berufsbild jetzt oder diese Sicherheitsbasis. Man sagt, wir bauen uns das so gut choreografisch, damit eben so, es gibt keine falsche Hand mehr. Das wird ausgeschlossen. Das wird so erarbeitet, dass es wirklich für beide Beteiligte für das Szenenbild passt. Und uns ist es, glaube ich, auch darum gegangen, oder dir mit uns, einfach wie man sich das erarbeiten kann, also wie man das endlich mal verlassen kann, dieses so, stell dich nicht so an, das gehört halt einfach zum Beruf. Machst du es jetzt oder wir holen wen anders, der das macht oder der das über sich ergehen lässt. Also darauf haben ja die Kollegen und ich keine Lust mehr. Wir haben aber große Lust, Intimität auf der Bühne darzustellen, weil es was Schönes ist. Also das ist ja nicht so, als würden wir das nicht wollen. Genau. Darf ich was sagen? Ich finde es total spannend. Also mir war das auch noch nie bewusst, obwohl ich auch sehr viele Opernproben miterlebt habe. Aber ist das nicht auch eine Frage der Schauspieltheorie, sage ich jetzt mal, oder der Darstellungstheorie,
nämlich wenn ich sozusagen einen nicht identifikatorischen Ansatz habe, ja, und mich nicht sozusagen persönlich involviere. Also da gibt es ja die, ich habe das nur in der Theaterwissenschaft gelernt, dass es da verschiedene Ansätze gibt, auch wie man sozusagen eine Rolle interpretiert, ob ich mich identifiziere oder ob ich mich rausnehme und es sozusagen ausstelle. Und wenn ich sozusagen einen Brechtschen Ansatz habe, nämlich mich nicht zu identifizieren, komme ich vielleicht gar nicht in so eine Situation, weil ich eben diese mich gar nicht als Person einbringe, sondern irgendetwas ausstellen möchte. Also ist das nicht auch so eine Grundsatzfrage auch damit verbunden? Nämlich zum Beispiel bei Jelinek interpretiere ich ja nichts mehr. Da gibt es ja auch keine Figuren mehr, sondern ich stelle Sprache letztlich aus. Und wenn ich so einen Ansatz habe, dann komme ich gar nicht in so eine identifikatorische Situation. Oder bin ich da irgendwie jetzt völlig naiv, wenn ich das frage? Ja. Naja, die Frage ist natürlich, wer steht dann auf der Bühne? Bin ich jetzt nur mehr der Text? Sagt, die Schauspieler sind die Sprache. Sind das Sprechen, aber ich bin trotzdem, ich bin ja nicht nur Sprachrohr, ich bin trotzdem... Nein, sie zeigen quasi die Sprache. Das ist eine andere Art des Körperlichen oder des Identifikatorischen. Ja? Aber Körper ist halt, sobald er berührt wird, ist er immer wieder die Grenze zwischen darstellender Körper und privater Körper. Der Grad ist so unglaublich schmal. Und wie gesagt, da reicht manchmal ein Blick oder ein falscher Griff und ich bin im Privaten. Da kann ich toll sein, was ich will. Es wird mich vielleicht nicht direkt auf der Bühne beeinträchtigen, aber hinterher und in Zukunft für die nächsten Arbeitsweisen sehr wohl. Ich wollte nur sagen, natürlich ist ein naturalistisch angelegtes Theater mit Traditionen des Einfühlens und so weiter, ergeben andere Probensituationen des aus dem Gefühl heraus Improvisierens und Grenzüberschreiten. Das eine, aber ich glaube, das andere ist auch ein Jelinek-Text findet in einer realen Probensituation statt. Und ich finde es auch interessant, dass wir jetzt so lange über Schatten Euridikes Sagt zum Beispiel gesprochen haben, wo die Uraufführung ja von Matthias Hartmann am Akademietheater gemacht wurde, wo ich sage, ich saß in der Aufführung drin und hatte schon per se mit dem Regieblick auf den Text ja ein Problem. Also da widersetzt sich ja ein feministischer Text einem chauvinistischen Regisseur. So, also insofern kann ich natürlich auch in so einem Probensetting, auch bei dem Jelinek-Text, habe ich ja trotzdem ein reales Körperverhältnis im Raum. Ich hätte auch noch gern zwei Fragen noch gestellt. Ich fand das unglaublich spannend. Also zunächst mal glaube ich, ich habe das Gefühl, es tut sich da jetzt wirklich, also ich kriege das an der MDW bei uns auch mit, dass es einfach, dass da jetzt viel passiert, vor allen Dingen auch, was das Verhältnis Lehrende-Studierende betrifft. Ja. Also ich meine, da gibt es zum Glück ja auch immer mehr Studien jetzt, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen und zeigen, was da eigentlich ja, an Furchtbarkeiten immer noch passiert. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Stein, und zwar ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie mit Frauen unter Anführungszeichen gearbeitet haben, die gesagt haben, ich will mir das aber nicht von einer Frau zeigen lassen? Auf jeden Fall. Aha, okay. Ja, ja. Und dann hätte ich noch eine Frage an Sie, Frau Czernitz. Ich fand das super, das von Ihnen zu hören, was das auch mit Ihnen macht und mit Ihren Kolleginnen und Kollegen macht. Aber waren Sie dann tatsächlich schon mal in einer Situation, wo es dann doch eben darum ging, das für Sie einzufordern und zu sagen, so bitte nicht, also ich würde mich da gern coachen lassen, oder ist das noch, war das jetzt noch so quasi im geschützten Raum mal ausprobiert? Als Solistin auf der Bühne, dass ich das einfordern musste, war ich nicht. Ich war mehrmals dabei, als gesagt wurde, macht's einfach mal. Vor allem in so Chor-Szenen oder so Szenen, die jetzt gegen Ende der Probe noch schnell gestellt werden müssen, also wo man dann 40 Leute aufeinander loslässt, auch so Gewaltszenen, also wo dann Sachen plötzlich durch die Luft fliegen, das hätte eigentlich aber irgendwie gecoacht oder choreografiert werden müssen. Ich bin auch plötzlich auf dem Schoß vom Kollegen gelandet, obwohl wir das nie abgesprochen haben, also plötzlich in einer Vorstellung, und das wäre grundsätzlich ja nicht das Problem, also das können wir gerne machen. Das ist nur, also wenn es dann so sich so einschleicht, das
haben wir aber auch gelernt oder gehört jetzt, eigentlich ganz, ganz spannend finde ich, in dem Moment kann man ja nichts sagen. Ich bin ja in der Rolle auf der Bühne, aber ich kann durchaus danach was sagen. Also auch wenn ich die junge Kollegin im Chor bin, die vielleicht neu ist, also kann man ruhig danach sagen, du, das war jetzt nicht so abgesprochen, fürs nächste Mal können wir was absprechen und das machen, und das, was nicht abgesprochen ist, das machen wir bitte nicht. Ich tue das auch. Ja. Kurz noch darauf eingehen, auf die Frage vorhin. Ja, das gibt es natürlich, wenn schon schlimmere Sachen erlebt wurden. Grundsätzlich ist es aber so, dass man über diesem, auch in diesem kleinen, in der kleinen Gruppe im Gespräch, man baut natürlich nicht nur zwischen den Darstellern eine Vertrauensbasis auf, sondern in dieser Dreierkonstellation. Das heißt, als IC bin ich ja auch bin ich auch verantwortlich für nach dem Dreh, nach der Szene, wie geht es den Leuten, wie arbeiten wir miteinander? Und also diese Szenenbegleitung ist ja nicht mit dem Bauen der Szene erledigt. Also von dem her versucht man da schon so weit, wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wenn natürlich mal eine schlimmere Vorgeschichte ist, die gibt es leider Gottes immer wieder, kann man natürlich auf eine Kollegin verweisen und dann den Arbeitsauftrag abgeben. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, es gibt noch viel mehr Fragen. Aber ich würde alle ermutigen, sich auch nachher bei einem Glas Wein im Anschluss an die Veranstaltung noch darüber auszutauschen. Vielen Dank, danke schön. Danke sehr. Wir kommen nun schon zum letzten Beitrag des heutigen Abends, auf den ich mich auch besonders freue. Zum Thema Marginalisierung oder Widerstand, Frauen in Kunst und Wissenschaft, diskutieren Berenice Hebenstreit, Maria Kronfeldner und Jolanta Seifried. Da Rosemarie Brucher, wie angekündigt, leider heute nicht anwesend sein kann, wird die Diskussionsrunde sicher genauso toll moderiert von Andrea Heinz. Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich werde mich bemühen und freue mich sehr, dass ich vertreten darf und in noch einer tollen Frauenrunde moderieren darf. Und ich stelle sie Ihnen kurz vor und fange einfach hier mal an zu meiner Rechten. Berenice Hebenstreit hat Theater, Film und Medienwissenschaft in Wien und Montreal studiert. Sie arbeitet als freie Regisseurin, hat unter anderem 2019 in Wien Faust In and Out moderiert wahrscheinlich. Sie ist Mitbegründerin von Kill the Trauerspiel, darauf werden wir sicher später auch noch zu sprechen kommen, schreibt als freie Autorin für den Mosaik-Blog und ist Aktivistin bei Attac. Dann geht's weiter mit Maria Kronfeldner, die in Regensburg und in Harvard Philosophie und Religionswissenschaft studiert hat, als Philosophin bisweilen auch künstlerisch tätig ist. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind derzeit unter anderem Wissen und Werte, menschliche Natur, Dehumanisierung, akademische Freiheit und Kreativität. Und sie vertritt heute Abend sozusagen die CEO in dieser Runde. Sie ist hier Professorin. Und schließlich Jolanta Seifried, die bis 2003 erste Solistin des Wiener Staatsopernballetts war, bis 2010 Pädagogin und Leiterin der Ballettschule Wiener Staatsoper sowie Tänzerin und Trainerin beim Projekt Off Ballett Spezial. Seit 2012 ist sie Professorin an der MUG und lehrt dort im Studiengang Tanz. Also wir haben hier eine Runde, in der eigentlich alle sowohl in der Wissenschaft als auch im Kunstbereich ihre Erfahrungen gemacht haben. Und da werden wir auch gleich darauf zu sprechen kommen. Ich möchte zum einen kurz noch was zum Titel sagen, der ja lautet Marginalisierung und Widerstand, Frauen Sternchen in Kunst und Wissenschaft. Das ist, habe ich jetzt auch so beim Nachdenken über dieses Gespräch gemerkt, ein bisschen tricky. Teilweise ist damit gemeint, nicht Männer, streng genommen. Es gibt aber auch, wie wir auch in der tollen, sehr inspirierenden Keynote von Silke Felber vorher bemerkt haben oder bemerken konnten, gerade
neokonservative Regierungen wie etwa die ÖVP argumentieren natürlich ganz stark mit diesem binären Modell Mann-Frau. Das heißt, wir werden auch teilweise den Begriff Frau einfach brauchen, weil es tatsächlich um Frauen geht. Das nur vorweg. Und jetzt möchte ich einsteigen mit einem Zitat von Elfriede Jelinek, nämlich aus dem Essay Schlüsselgewalt, der von 2015 datiert, in der Arkadenhalle der Uni Wien in einer sehr, sehr schönen, wie ich finde, Performance oder Intervention eigentlich aufgeführt wurde. Und da schreibt sie auf Frauen, die Kinder der Gesellschaft, in Klammern, das sind sie ja lange gewesen, unmündig, hilflos gehalten, unter Kuratel ihrer Vorgesetzten in der Familie, Klammer zu, hat sie lange nicht reagiert, die Wissenschaft. Und darum wird es jetzt in der ersten Runde gehen, nämlich mal um Begründungen von Marginalisierungen. Und ich denke, wir haben jetzt heute Abend ja schon einiges darüber gehört. Es war die Rede vom Geniebegriff, den wir eigentlich begraben haben, dann aber auch gleich wieder festgestellt haben, er spukt immer wieder rum. Also ganz tot ist er nicht in den Köpfen. Dann war auch die Rede in der Keynote von für antiquiert gehaltenen Rollenbildern, die jetzt langsam wieder so hochkommen. Also ich denke, wir haben schon einiges gehört von Begründungen für Marginalisierung von Frauen, sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft. Und ich würde jetzt einsteigen gerne mal mit einer kleinen Bestandsaufnahme. Was sind eure Erfahrungen? Was würdet ihr sagen in euren Bereichen, gerne auch in beiden Bereichen? Wie wird weibliches Kunst schaffen? Wie wird weibliches Forschen marginalisiert? Mit welchen Begründungen? Und gerne, wer anfangen möchte. Oder sonst, ja. Also wir haben ja heute sehr viel über die Kunst gehört und ich habe mich irgendwann, also weil gerade ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung sozusagen, für die Wissenschaft entschieden. Für mich ist Philosophie die abstrakteste Kunst, die es gibt und gleichzeitig eine Wissenschaft. Und das Befreiende daran war, dass mein Eindruck war, dass durch die Verpflichtung zur Rationalität und zur Methode das Persönliche in den Hintergrund treten konnte in den Wissenschaften. Und dann habe ich zu Kreativität geforscht und habe herausgefunden, dass diese Idee Kreativität natürlich was mit Kunst und auch mit Wissenschaft zu tun hat. Und da möchte ich jetzt noch ergänzend zu dem Podium zuvor hinzufügen, dass Kant, gesagt, der ja bekannt ist für seinen Geniebegriff, eigentlich dann auch gesagt hat, also eigentlich eine Art von Feminist war, nur in dieser einen Hinsicht befürchte ich, dass er gesagt hat, in der Wissenschaft gibt es große Köpfe und nur in der Kunst gibt es die Genies. Und der Grund, wieso er das gesagt hat, war, dass man Wissenschaft lernen kann. Man kann es lehren und lernen, wie ein Handwerk. Und das Wort Handwerk fiel ja auch gerade bei Ihnen nochmal. Und dass die Kunst braucht die Begabung und die Einsicht und das Unaussprechliche und so weiter. Ästhetische Urteilskraft und so weiter. Jetzt ist es interessant zu sehen, dass wir in den Wissenschaften, trotz meiner Erfahrung, dass das Rationale so wichtig ist und die Methode so wichtig ist, letztendlich so ist, dass Frauen immer noch sehr marginalisiert sind. Und Ihre Frage wäre, wieso? Was sind die Gründe? Und einer der Gründe, wo es inzwischen auch Daten gibt, ist, was wir früher Genie genannt haben und jetzt Begabung nennen. Also auf Englisch Giftedness Beliefs. Also dass wir bestimmt ja als Lehrende vor allem auch, aber auch als Studierende in der eigenen Selbstreflexion häufig darüber sprechen, ob jemand begabt ist für Musik, für Literatur, für Philosophie, für Mathematik, für Physik. Und interessanterweise haben dann Wissenschaftler, und vor allem Frauen, Daten gesammelt. Das ist eine einfache Korrelation, die sie getestet haben. Wir fragen die Leute, glauben Sie, dass man im Theater jetzt Begabung braucht, um da gut zu sein? Misst man, wie hoch sind die Giftedness Beliefs? Und dann schaut man, wie exklusiv ist diese Community, also wie viele Frauen, wie viele People of Color, wie divers ist die Community. Das war eine eindeutige Korrelation. Hohe Giftedness Beliefs, also hohe Überzeugung, dass man Begabung braucht, um gut zu sein, führte
oder korreliert, Fürth wäre jetzt schon wieder eine Interpretation, korreliert mit großem Exklusionsverhalten in dieser Community. Und es wird natürlich schon als erstmal ein Schluss auf die beste Erklärung, dass diese Überzeugungen jetzt die Ursache sind für, oder ein Teil der Ursache sind für diese Marginalisierung von allen, die nicht weiße Männer sind, um es kurz zu fassen sozusagen. Dahinter, und dann übergebe ich, dahinter steht auch noch ein weiterer Mechanismus. Weil es ist nämlich aufgefallen, ich kann es jetzt leider nicht zeigen, die Grafik, und ich fand es heute sehr spannend, die Philosophie ist wirklich am krassesten. Dann kommt ganz nah dran in den Sozial- und Geisteswissenschaften, in den Naturwissenschaften, was würden Sie raten, wo sind die Frauen am wenigsten repräsentiert? In der Mathematik, Physik ist ganz gut, Literaturwissenschaft, Musik, Theater, nicht so gut. Also hohe Giftedness Beliefs, und wenig Frauen. Also da gibt es einiges für uns zu tun, dass man natürlich, wie man kommuniziert, ob man auch mit Studierenden so redet. Und das Nächste ist, dass es diese Bereiche auch sind, die meines Erachtens keine transparenten oder sehr gesicherten oder allgemein akzeptierte Standards für Qualität haben. Es gibt ganz viele Diskussionen in der Philosophie, wann ist etwas eine gute philosophische Arbeit? Und je vager diese Standards, umso mehr Hierarchien und umso mehr Ausnutzen dieser Hierarchien, die passieren können, und umso unwohler fühlt man sich dann natürlich als Frau, weil man diesen Machtstrukturen natürlich ausgeliefert ist, weil der Professor kann ja jederzeit sagen, ja, das ist nicht gut. Und das sind auch weitere Faktoren, die dann sozusagen mit reinspielen, und da kann man durchaus was machen, also man kann nichts dran ändern, dass Philosophie das ist, was es ist, und Kunst ist das ist, was es ist, und was anderes als Physik, und auch diese Ambiguitäten haben, das Wort Ambiguität kam ja auch ein paar Mal vor, die muss man nur also nicht verstecken und den Teppich kehren, sondern die muss man frontal anschauen und das muss man thematisieren, dann kann man auch etwas zumindest dagegen machen. Und die zwei Punkte wollte ich erstmal. Ich kann gern anschließen. Ist schön. Es bestätigt sich immer mehr, dass die zwei Bereiche sehr ähnlich funktionieren. Ich würde auch sagen, dass dieses Giftedness, also zu deiner Frage, ja, ich würde, die Marginalisierung ist da und ist beobachtbar und auch messbar, obwohl es ja eins meiner Standardthemen sehr wenig bemessen und Daten erhoben sind, also so die Marginalisierung von Frauen und anderen diskriminierten Gruppen im Theater ist sehr wenig erfasst, sage ich jetzt mal rein quantitativ. Aber jetzt komme ich ab, genau, das sogenannte Talent, also die Frage des Talents und die Anschauung dessen, dass Talent sich am Ende durchsetzt. Ich glaube, das ist eine der stärksten Legitimationsstrategien von herrschenden Verhältnissen auch im Theater und in anderen Kunstbereichen. Und was ich daran besonders spannend finde, dass es ein bisschen einhergeht mit, so wie ich das Symposium verstanden habe, was auch Thema ist, mit so neoliberalen Ideologien eigentlich, weil quasi jeder seines Glückes Schmied und so hat ja so also enthistorisierende Wirkung, also quasi macht ja die Erzählung, dass die Gesellschaft an sich nicht diskriminierend ist, also dass alle ja irgendwo eine ähnliche Chance haben, ihr Talent auszudrücken, dass ihr Talent gesehen wird, in Strukturen das Handwerk dazu zu lernen. Und da fängt es ja schon an, also beziehungsweise da hört es halt eben auf, so dass quasi die Giftedness sozusagen strukturelle Bedingungen, in denen etwas erlernt, gezeigt, gesehen, beschrieben und bewertet wird, völlig ausklammert. Genau, ich glaube, da ist eine große Legitimationsstrategie von Marginalisierung. Und ich würde so vielleicht noch zwei Dimensionen dranhängen. Das eine, was ich auch im Sinne von, wenn wir über Jelinek sprechen, so wichtig finde, das Institutionelle. Also wir sprechen von Arbeitsverhältnissen, von Lohnarbeit, von Anstellungen, von ökonomischer Basis auch. Also es sind alles Jobs. Und die Institutionen sind, finde ich, so gewachsen, dass sie bestimmte Subjektentwürfe oder Lebensentwürfe schwer machen. Also wir haben auch im Theater das Problem von, dass es schwer vereinbar ist mit Sorgearbeit und dass die unbezahlte Sorgearbeit ja gesellschaftlich genau wie im Theater von Frauen übernommen wird, etc. Also diese Dimension, finde ich, ist nie zu vernachlässigen. Und das andere,
Genau, was vielleicht einhergeht mit dem, aber das vielleicht für später die konsequente, sage ich jetzt mal, historische Unsichtbarmachung von Geschichte. Also ich finde, das Enthistorisierende ist für mich ein großer Punkt, der quasi Marginalisierung bestätigt, weil dass sie quasi, wenn das in der Geschichte unsichtbar machen, ist sie immer wieder neu. Also wir fangen immer wieder bei Null an. Und das ist, finde ich, im Theater, wo wir im Sprechtheater sind, mit einem großen literarischen Kanon ein Riesenthema. Ja, um da anzuschließen, bei dem Thema Talent hat es bei mir sofort aufgeploppt. Wer entscheidet denn über Talent und wer glaubt denn an Talent von sich selbst? Auch das ist männlich besetzt. Männer glauben an sich und das hat jetzt weder mit Kunst noch mit Wissenschaft zu tun. Ich war heute in einem Seminar, wo von 20 Teilnehmern, 16 Frauen, 4 Männer, es ging zum ersten Demo-Geschichte, wer macht's? Ich, ein Mann. So schnell konnten wir gar nicht, wir Frauen, sage ich mal, realisieren. Er war gut, aber er war überzeugt von sich. Und das war, ich will ihn überhaupt nicht runtermachen, aber das ist die Geschichte. Und die fängt in der Erziehung an. Die fängt in der frühesten Erziehung an, und das schließe ich jetzt an bei Ihnen vom vorigen Podiumsgespräch, die fängt in der frühesten Erziehung an, dass wir Frauen nicht lernen, an uns zu glauben. Dass uns das überhaupt nicht vorgelebt wird und nicht mitgegeben wird. Also da sehe ich diese Problematik. Und um zur Marginalisierung zu kommen, ich bin hier als ehemalige Tänzerin, denke ich, eingeladen, da ist es ja auch was ganz was Spannendes, wofür ich eigentlich keine Erklärung habe. Der Tanz ist weiblich, absolut. Jeder denkt bei Tanz an eine Tänzerin. Es gibt tausende Mädchen, die tanzen. Es gibt kaum Burschen, die tanzen. Und die Tänzerin als solche wird nicht marginalisiert, aber sie wird degradiert. Sie ist die Ausführende, die Umsetzende der männlichen Fantasie im meisten. Es gibt die Choreografen. Ich habe mir oft gedacht, der erklärt mir, wie ich auf der Spitze tanzen soll. Er kann mich gern haben. Aber ich habe es gemacht. Ich habe es machen müssen. Ich habe es gemacht. Ich sage nicht, dass alles schlecht war. Ich verwehre mich ganz dagegen, jetzt gegen die Männer loszuziehen. Das will ich nicht. Da ist viel, viel da. Aber ich weiß nicht, wie es passieren kann und konnte, dass so viele Tänzerinnen sich von so wenigen Männern diktieren lassen. Ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich, also Marginalisierung ist das eine. Ich habe aber tatsächlich auch gerade beim Tanz dann dran gedacht, dass man da eigentlich weniger von Marginalisierung sprechen kann. Das aber, glaube ich, auch ein weiterer Bereich einfach ist, dass genau dieser Glaube an, jetzt ganz platt gesagt, Männer können es besser oder wissen es besser, und eben auch diese ja doch sehr stark weiblichen Selbstzweifel eben auch den Boden bereiten für Missbrauch. Auch die Machtverhältnisse, ich muss auch vorher dran denken, weil immer wieder auch das Wort fiel, naja, dann gilt man als schwierig. Was ja auch eher, würde ich sagen, ein Begriff ist, mit dem Frauen beschrieben werden, die ist halt schwierig. Bei Männern ist man dann vielleicht. Ich bin mit unter diesem und dieser Prämisse, dass ich schwierig bin, gekündigt worden, nur zu dem Thema. Ich würde da gerne noch einen Bogen schlagen zu dem, also wenn die Frauen sozusagen sind dann bekannt dafür, die ist schwierig, wenn sie Nein sagt, gibt es momentan in unserer Kultur, und das ist vielleicht sogar wieder stärker geworden, ich bin mir nicht sicher. Wir hatten ja vor 2 Tagen dann so Debatten darüber, was ist schlimmer geworden, weder, und hat sich trotzdem im Hintergrund etwas gebessert. Und den Bogen, den ich schlagen möchte, ist zu diesen Debatten über No Platforming, wo eine Jugend überwiegend, die nicht auf dem Podium sitzt, also jetzt keine Kritik, dass sie hier sozusagen, die sozusagen sich vor die Tür stellt, um eine Stimme zu haben, um zu sagen, wir wollen nicht die ewig gleichen Diskussionen jetzt schon wieder führen. Ich muss nicht mit Rechten reden. Ich muss den Rassismus nicht zum x-ten Mal thematisieren und diskutieren. Und jetzt können wir die Liste vervollständigen, wo in seit neuestem auf einmal Themen wiederkommen. Und dann ist immer diese Rede von, ja, es gibt diese Sichtweise, es gibt diese Sichtweise, und dann wird sozusagen derjenige, der Nein sagt, weil er sonst keine Stimme hat, außer dieses
Nein sagen. Außer man hat das Glück und hat Techniken gelernt, um es sozusagen nicht so brachial sagen zu müssen, leben wir in Strukturen, das kam ja auch raus, wo dieses No-Platforming der einzige Weg ist, unter Umständen, um eine Stimme zu haben. Weil diejenigen, die sprechen und die die Diskursmacht haben, die und Sachen sehr ins Unreine oft sprechen, haben ja die Diskursmacht. Und dann kommt hinzu, dass Ambiguitäten ausgenutzt werden. Also das ist mir auch in der Diskussion jetzt gerade gekommen wieder, diese Ambiguität, ist es mein privater Körper oder ist es mein professioneller Körper, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, diese gibt es ja auch bei intellektuellen Fragen. Wer ist eine Frau? Ja, wer oder was ist eine Frau? Und diese Ambiguitäten, die es natürlich bei wirklich interessanten Themen immer gibt, die können sehr leicht ausgenutzt werden und sie zu bestimmten Zeiten tendieren die immer in eine Richtung. Sie werden immer in eine Richtung hin interpretiert. Und dann haben wir halt wieder rassistisches und sexistisches Denken mehr als zuvor. Also es gibt Zeiten, wo ich nicht und Momente, wo ich nicht diskutieren muss und wo das dann auch nicht, wie man jetzt dieses Nein besser, also jetzt hatten wir ein Beispiel konkret, wie man das umgehen kann. Und wie man jetzt mit No-Platforming umgeht, ist dann nochmal eine sehr detaillierte Diskussion. Aber es sind Formen des Widerstands, die auch in ihrer Brachialität und Aggressivität dann auch dazugehören, leider. Widerstand ist jetzt ein gutes Stichwort auch für mich. Ich werde jetzt hier nämlich auch einen kleinen Cut machen, weil wir haben jetzt sehr viel Zeit heute, auch am Dienstag, damit verbracht und wir könnten auch noch sehr viel Zeit damit verbringen, was alles nicht gut läuft. Und es ist tatsächlich auch wegen dieser, ich sage jetzt mal, intersektionalen Verflechtungen, es spielt ja so viel rein und ohne Ambiguität geht es gar nicht, denke ich, wenn man es wirklich ehrlich betreiben will, weil man kommt sofort auch natürlich in Fragen von Klassismus eben im Sinne von, wer sitzt auf solchen Podien, wer kann reden, wer darf reden. Ich möchte jetzt aber trotzdem in eine andere Richtung wenden, und zwar genau in Richtung Widerstand. Wie könnte, ja, ich habe mir jetzt hier notiert, wie kann ein anderes Narrativ der Geschlechter aussehen? Wir haben jetzt sehr viel über Geschlecht und Gewaltverhältnisse gesprochen. Aber vielleicht kann man das auch etwas weiter öffnen. Also du hast schon gesprochen von, es braucht in vielen Bereichen Zahlenbasis oder Datenbasis, die es nicht gibt. Gleichzeitig wurden vorher auch schon, also ist ja auch schon gesprochen worden von der Erhebung von Daten, die einiges vielleicht etwas sichtbarer macht. Aber ja, ich würde jetzt gerne mal sehr offen fragen und auch gedacht als Abschluss dieses Symposiums, den unsere Diskussion ja auch bildet, was wären Ansätze für Widerstand? Wie, in welche Richtung könnte es gehen? Das kam ja auch in der vorigen Diskussion schon vor und ich fand, da gab es auch schon sehr schöne Ansätze. Aber was wären jetzt hier in der Runde die Ideen, die Ansätze? Ich habe ein bisschen ein Problem, wobei ich es total verstehe, aber mit dem Wort Widerstand. Er ist berechtigt, er ist notwendig, aber ich weiß nicht, ob er das Sinnvollste ist, weil Widerstand erzeugt Gegenwiderstand und wir bleiben in einem ewigen Kräftemessen. Und ich glaube, unsere Chance, aus diesem Kräftemessen rauszukommen, ist eine gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung und weg von dem Fokus, dass das Geschlecht eine Wertigkeit hat. In unserer Gesellschaft wird das Geschlecht als Wert gesehen. Dass es weiblich ist, manchmal gut, manchmal schlecht, männlich ist, manchmal gut, manchmal schlecht. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, ob das eine Vision, eine Fantasie ist, aber ich denke, wir müssen weg von der Geschlechtlichkeit zur Personalität kommen und dadurch auch ein bisschen weg von diesem Thema. Wir müssen in den Widerstand gehen, wir müssen in die gemeinsame Stärkung. Also unterschreibe ich total. Die Frage wäre, wie? In der frühesten Erziehung anfangen, in der frühesten Erziehung das Bewusstsein. Ich glaube, es beginnt wirklich bei den Allerkleinsten, bei den Bildern, die sie vorgelebt bekommen. Es beginnt früher, als wir zu denken anfangen. Also dort in der Stärkung, dass ich jedes Mädchen, jeden Bursch dorthin stärke. Ich denke auch,
diese Macht, woher kommt denn dieser Machtwille der Männer? Ich meine, ich gehe da mit meinem Gedankengang, vielleicht schweife ich jetzt viel zu weit ab, dann bremsen Sie mich bitte. Aber ich gehe da zu Viktor Adler und sage, der Wille zur Macht kommt ja aus einem Minderwertigkeitsgefühl. Und indem ich jetzt auch Burschen stärke, dass Macht nicht Gewalt ist und Kraft ist, sondern dass ich eigentlich Macht nur brauche, wenn ich schwach bin und sonst diese von uns gemeinte eben brutale Macht nicht brauche. Ein starker Mensch, eine starke Person, wurscht welchen Geschlechts, braucht doch diese Macht nicht. Ich glaube, dort müssten wir ansetzen, bei beiden Geschlechtern. Ich setze fort, ich versuche es wieder auf drei Ebenen, weil ich auch ein bisschen auf unterschiedlichen Ebenen agiere. Also ich würde sagen, zum Beispiel mit dieser Initiative, die ich vor 3 Jahren mitbegründet habe, Kill the Trauerspiel, haben wir jetzt seit 3 Jahren probiert, einen sozusagen Gender Report über die szenischen Künste, quasi über die Politik. Vielleicht erklärst du nur kurz, was die Initiative ist, weil ich bin mir nicht sicher, ob es alle im Publikum wissen. Achso, ich dachte, das wäre die Erklärung. Also es ist eigentlich nur ein Zusammenschluss von einer Handvoll Frauen, die im Theater arbeiten. Und wir versuchen eben seit einigen Jahren, ich sage jetzt mal klassische reformative Lobbyart Richtung Regierung zu machen, dass sozusagen von Regierungsseite ein umfassender Gender Report in Auftrag gegeben wird für den Theaterbereich. Es gab jetzt einen Beschluss für den gesamten Kunstbereich, wie auch immer. Aber wir brauchen quantitatives Datenmaterial, das wirklich aussagekräftig ist, wo in verschiedenen Lebensläufen welche Sprüche entstehen und warum es zu diesen Ungleichheiten kommt, wann das passiert und wie man dagegen arbeiten kann. Diese Ebene, also auch sehr viel, genau, wo es Macht nicht repräsentativ verteilt, etc. Ich würde sagen, als Regisseurin finde ich zweierlei sehr wichtig. Also das Erste, wirklich konsequent und radikal Geschichten sichtbar zu machen, also zu historisieren, also ich und sich dem zu verweigern, dass wir jetzt sozusagen den Feminismus im Theater entdecken und dass jetzt junge Regisseurinnen plötzlich die neuen Perspektiven, wo wir sehen, diese Perspektiven sind schon lange da und auf diese Perspektiven müssen wir uns beziehen, also sich als Feministen und Feministinnen sich dem zu verweigern, neu zu sein. So, also auf Geschichte zu referieren, verweisen, auch künstlerisch, also auf andere verweisen, zitieren, in einen Kanon, der unsichtbar geworden ist, zu zitieren, andere Stoffe auszugraben, wirklich andere Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das ist essentiell, weil sich gerade im Sprechtheater mit der Fortführung eines bestimmten literarischen Kanons quasi schreiben wir eine bestimmte Unsichtbarmachung weiter. Das ist ein bisschen mein Bereich. Und dann würde ich jetzt so als Aktivistin, die sich jetzt ja, auch in dem Sinn fühle ich mich Jelinek dann doch nahe. Ich sehe schon, dass in unserer ökonomisch-wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse Geschlecht als Kategorie eingeschrieben ist. Also der Kapitalismus genauso wie rassistische Verhältnisse. Also ich glaube, dass es wir auch nicht umhinkommen, radikal intersektional zu denken, weil sozusagen ökonomische Zusammenhänge bestimmte Gruppen an Menschen historisch abgewertet haben, auch um sie ausbeuten zu können. Und wir können, glaube ich, also und da bin ich dann schon beim Widerstand persönlich sehr stark, weil wir in einem System sind. Und da meine ich jetzt nicht einzelne Individuen, auch wenn es von einzelnen Individuen mit reproduziert wird, mehr oder weniger bewusst unterschiedlich, aber in einem System, das ja in seiner Sicht Gewalt ausübt, indem es unsichtbar macht, indem es marginalisiert und das auf struktureller Ebene. Und dieser sozusagen Gewaltförmigkeit eines Systems müssen wir auch mit Widerstand oder, also ich sage jetzt mal Widerstand, aber aktiv, begegnen. Aber sichtbar machen bin ich ja ganz bei Ihnen. Sichtbar machen total. Ist für mich kein Widerstand. Das ist ja wertvoll und wichtig. Also absolut. Genau, ich glaube nur in Erfahrung, dass, genau, das sichtbar machen ist. Also ich glaube schon auch, dass in aktuellen Debatten, auch im Theater ja seit MeToo, aber auch durch die sehr, also im deutschsprachigen Sprechtheaterbereich ja die Diskussion um Rassismus und Sexismus im Theater gerade sehr groß ist und auch für sehr viele Vorfälle an die Oberfläche kommen und das diskutiert wird und in diesen Diskussionen sich aber auch ausdrückt, wie diese Vorfälle wieder marginalisiert und legitimiert werden. Und da, finde ich, geht es dann schon um ein sehr offensives Stellung beziehen und einen sehr klaren Diskurs. Ja, ich glaube, in der Praxis ist vor allem wichtig, dass man irgendwie das Fluide, das kam ja auch schon ein paar Mal, das Spielerische, also wirklich, und damit ja auch der Spaß an der Sache, statt das Machtstreben zu betonen. Und letztendlich das Pragmatische.
Also ich begegne schon immer wieder Frauen, die sich immer noch fragen, passe ich da rein, bin ich das, werde ich jetzt zum Mann, nur weil ich Karriere mache, bin ich jetzt auch machtgeil. Und immer dieses Fragen, bin ich, statt einfach nur, was kann ich tun? Was weiß ich, was ich bin? Irgendwas werde ich schon sein, das ist ja egal. Und das unterstützen wir auch alle, eigentlich im Hirn und in der Praxis fallen wir dann zurück. Und das ist ja dann dieser Stereotype Loop, da gibt es jetzt ein Fachwort dafür, wo ich jetzt, das mir jetzt gerade nicht einfällt, wo die Frauen dann zweimal nachdenken, ob sie jetzt den Mund aufmachen. Und weil sie sich schon wieder fragen, habe ich, wie ich bin, das Recht dazu? Und das ist auch so eine Schleife, die man durchbrechen kann in der Praxis. Einfach nicht fragen über Prozesse, über was kann ich tun, ganz konkret, ganz praktisch. Und deswegen fand ich Ihren Workshop da auch sehr, sehr sozusagen ein Beispiel dafür. Ich glaube auch, dass ein bisschen eine Problematik in einem Konkurrenzverhalten ist. Also ich wurde, wie gesagt, schon eine Weile her natürlich, aber ich wurde ausgebildet und erzogen immer, ich muss die Beste sein und ich bin nur dann die Beste, wenn die anderen nicht gut sind. Also das war so mein, was ich gelehrt bekommen habe. Ich jetzt mit meinen Schülern sage immer, wir sind gemeinsam, wir gehen miteinander und wir sind nicht besser, wenn ein anderer schlechter ist oder schlechter, wenn ein anderer besser ist, sondern ich bin so gut, wie ich bin, unabhängig davon. Und ich glaube, damit kriege ich auch eine Gemeinschaft und also ich arbeite jetzt hauptsächlich mit weiblichen Studentinnen und da kriege ich eine Gemeinschaftskraft, die eine Stärke hat sozusagen und die dann nicht, ich glaube, die Frauen schwächen sich vielfach gegenseitig auch aus diesem Bild heraus in die Konkurrenzhaltung zu fallen. Das habe ich auch also in meinem Job erlebt, wir Tänzerinnen waren einander immer eher Konkurrentinnen, die Burschen waren immer die Kumpeln und sie haben genauso um Rollen gekämpft und sie wurden genauso besetzt von einem Chef. Aber die waren die Kumpel und wir waren die Konkurrentinnen und das hat uns geschwächt. Und ich glaube, da muss man auch in dieser Sichtweise ansetzen. Das würde ich gerne nur von Herzen unterstützen. Weil ich glaube, dass das natürlich in einem System, wo es sozusagen geschichtlich weniger Plätze für Frauen und andere marginalisierte Gruppen gab, natürlich das Konkurrenzverhältnis sich noch verschärft hat, das ohnehin im System ist. Und dass es so viel darum geht, Allianzen untereinander zu bilden und auch Allianzen zu bilden, also auch seine eigenen Privilegien einzusetzen, um Allianzen zu bilden. Weil das wurde ja auch beinhart von Männern ausgenutzt. Schlicht und einfach. Dieses Konkurrenzverhalten dadurch, das haben sie, also Chefs oder auch Kollegen haben das ausgenutzt. Ich glaube, nicht nur ausgenutzt, sondern auch erzeugt. Also es ist auch ein Machtinstrument, zu sagen, es gibt nur die eine und es gibt nur die eine Beste und ihr müsst euch gegenseitig erstmal klein machen. Und so wurde es ja auch kanonisiert. Also die Geschichte der Frauen, die wir kennen, ist immer eine Geschichte der Ausnahmen. Und ich glaube, dagegen müssen wir anarbeiten, dass wir nicht Ausnahmen sind. Ja, es schmerzt mich wahnsinnig. Ich werde jetzt langsam hier abschließen. Möchte aber noch kurz abschließend sagen, weil es kam auch, wurde am Dienstag auch mal angesprochen, Reden reicht nicht mehr. Wir müssen jetzt eben in den Widerstand gehen. Ich glaube aber eigentlich, Reden ist auch Widerstand. Es war vorher auch die Rede von Nein sagen, ist auch Widerstand. Und ich glaube, allein schon drüber reden, auch in solchen Formaten, bringt vielleicht nicht viel, aber es bringt was. Und wir werden auch ja nachher noch Gelegenheit haben zu sprechen. Und auch dieser Forschungsschwerpunkt ist gerade erst gestartet. Also es wird noch weitergehen. Und wir haben es jetzt an beiden Tagen gemerkt, es gibt wahnsinnig viel Gesprächsbedarf, viel zu erzählen, was finde ich auch schon mal ein gutes Zeichen ist. Und darf ich noch auf eine Initiative hinweisen, von der ich nicht Teil bin, von der ich aber begeistert bin, die es seit September gibt. Die nennt sich Die Arts, also Dora geschrieben, -Arts, die zum Thema Diversität in Kulturbetrieben in Wien, aber jetzt auch schon darüber hinaus arbeitet, sehr viel Gesprächsformate, Workshops organisiert. Genau, einfach anschauen, finde ich, genau. Sehr empfehlenswert, gerade auch für Menschen in Institutionen. Sie wenden sich sehr viel an institutionelle Kontexte. Danke und vielen Dank euch. Ich hätte gerne noch weiter gesprochen, aber vielleicht ein andermal.
Vielen Dank auch für diese letzte sehr, sehr spannende Gesprächsrunde, die auch sehr viele Themenstränge des heutigen Abends schön zusammengeführt hat. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden, Ihnen noch einen wunderschönen Abend wünschen. Hoffe, dass die Gespräche weiter am Laufen bleiben und für ein Schlusswort nochmal zurückgeben an Andrea Heinz. Dankeschön. Ja, vielen Dank an Verena Zech für die Tagesmoderation. Und ja, ich möchte mich jetzt nochmal im Namen des Interuniversitären Forschungsverbundes verabschieden. Auch ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Und auch nochmal ganz herzlich bei allen unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die ja wirklich spannenden Diskussionen und Beiträge. Und möchte mich auch nochmal ganz kurz bedanken bei unseren Kooperationspartnerinnen, dem Kunsthistorischen Museum und heute natürlich vor allem der CEU. Auch nochmal ganz besonders bei Fatih und Attila und dem Team von der Technik, dass alles so toll gelaufen ist. Und es wird jetzt auch noch Gelegenheit geben, natürlich unter möglichst Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen, aber es wird jetzt noch ein kleines Get-Together geben. Und wir haben jetzt hoffentlich auch noch Gelegenheit, uns noch weiter heftig auszutauschen. Und in diesem Sinne vielen Dank und schönen Abend noch. Thank you.